für die Union Herrn Oster. So, dann ist vertreten die SPD mit Herrn Lindt, Herrn von Nozatti schon, Frau Pau für Fraktion Die Linke, Herr Höferlin für die FDP, der zwischendurch dann mal nach online wechselt. So, dann haben wir alle Fraktionen vertreten, korrekt? Genau, prima. Dann können wir anfangen. Wir gehen wie folgt vor. Die Anhörung wird im Livestream übertragen, wie üblich, und später dann auch in der Mediathek allen zum Abruf bereitgestellt. Ich möchte mich bei allen Sachverständigen ganz herzlich für ihre Teilnahme und ihre Bereitschaft, uns mit ihrer Expertise zur Verfügung zu stehen, danken. Ebenfalls für die bereits eingegangenen Stellungnahmen. Diese Stellungnahmen werden zusammen mit dem Protokoll, das wir von der Sitzung anfertigen, als Gesamtdrucksache dann der Öffentlichkeit auch zur Verfügung gestellt. Sie erhalten das Protokoll allerdings vorab. Sie können es dann noch mal durchsehen und eventuelle Korrekturwünsche anbringen. Das nähere Verfahren wird Ihnen mit der Übersendung mitgeteilt. Wir fertigen von der heutigen Anhörung ein Wortprotokoll an. Die Durchführung findet wie folgt statt. Wir werden zunächst jeden Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge bitten, ein kurzes, wenn möglich maximal fünfminütiges Eingangsstatement abzugeben. Danach werden die Fraktionen ihre Fragen in der ersten Runde stellen. Nach Beendigung der Fragerunde erhalten Sie die Möglichkeit, allen gesammelt sozusagen auch zu antworten. Für den Fragemodus gilt, dass zunächst es möglich ist, zwei Fragen an einen Sachverständigen zu stellen oder an jeweils zwei Sachverständige eine gleiche Frage oder zwei Fragen an einen Sachverständigen. Je nachdem, wie viel Zeit wir dann noch für eine zweite Runde haben, sehen wir dann, wie wir mit dem Fragemodus hinkommen. Die Mikrofone der zugeschalteten Gäste sind bitte ausgeschaltet, wenn sie nicht selbst sprechen. Und wenn ich nichts vergessen habe und keine Fragen mehr da sind, dann können wir direkt beginnen. So, und in dem Fall beginnen wir mit Herrn Japs. Bitte schön. Sehr gerne. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordneten, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung, die Position der Kommunen vortragen zu dürfen. Wir hatten bereits zum Referentenentwurf im Januar Stellung genommen. Leider sind nur wenige unserer Anregungen aufgenommen worden. Deswegen sind viele unserer Punkte unverändert. Grundsätzlich begrüßen wir das Vorhaben, eine einheitliche elektronische Identität einzuführen. Es setzt allerdings den nachhaltigen und zügigen Aufbau bzw. die Erweiterung digitaler Angebote voraus. Flankiert mit einer gezielten Informationskampagne zur Nutzbarkeit der EID-Funktion sehen wir die Möglichkeit, die Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises bei den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu steigern. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen mehr als notwendig. Von zentraler Bedeutung für eine durchdringende Nutzung der EID in der Breite sind die Einfachheit der Anwendung und die Gewährleistung von Sicherheit und Datenschutz, um das Vertrauen der Bürger in das Verfahren zu erlangen. Wesentlich ist aus unserer Sicht, dass die Nutzerzentriertheit im Zentrum der technischen Umsetzung steht. Denn nur eine einfache und transparente Handhabung kann zu einer Erhöhung der Nutzerzahlen führen. Bei der Einführung neuer digitaler Systeme und erleichterter Zugangsmöglichkeiten wird das Themenfeld Support oft unterschätzt. Nutzende erwarten aber in diesem Zusammenhang, insbesondere bei den öffentlichen Stellen, dass Prozesse reibungslos funktionieren, Fehler zeitnah analysiert und behoben werden. Dies erfordert hohe Kommunikations- und Arbeitsaufwand mit Nutzern, Verfahrensanbietern, Zahlungsdienstleistern und Portalbetreibern. Darüber hinaus ergeben sich zu dem Gesetzentwurf unter anderem folgende Fragen. Was passiert bei der Änderung von dem auf dem Ausweis gespeicherten Daten? Sind die Bürgerinnen und Bürger hier selbst für die Aktualisierung der Daten zuständig? Werden die Daten im Hintergrund mit dem Ausweisregister der Ausweisbehörde abgeglichen? Wenn ja, wie wird mit Diskrepanzen im Datenbestand umgegangen? Was passiert, wenn das Mobilgerät verloren geht? Ist dann eine neue Personalausweis auszustellen? Wie kann die Funktion bei Verlust des Mobilgerätes gesperrt werden? Viele weitere Fragen waren in unserer Stellungnahme zusätzlich genannt. Wir weisen darauf hin, dass bislang leider keine Gesamtstrategie für die Nutzung elektronischer Identitäten auf Bundesebene zu erkennen ist. Vielmehr ist die Eilbedürftigkeit deswegen nicht nachvollziehbar und für uns nur unter dem Eindruck der ablaufenden Legislaturperiode und der Umsetzungsfrist des Onlinezugangsgesetzes zu erklären. Dennoch haben wir uns heute hier alle unerwartet versammelt, um das Gesetz noch schnell auf den Weg zu bringen. Umstritten ist dabei eine Regelung, die den Ländern ermöglichen soll,
ein zusätzliches zentrales Lichtbild- und Unterschriftenregister aufzubauen. Begründet ist, dass Kommunen dies nicht allein schaffen werden oder zumindest erst viel zu spät. Dies erschließt sich uns als Kommunen nicht. Denn wenn es einen auf XÖV basierenden Abruf- und Austauschstandard gibt, wird dieser auch in den Kommunen über Fachverfahren umgesetzt. Das wird möglicherweise in den kleineren Gemeinden mit Personalausweisbehörde nicht einfach, aber doch möglich. Große Städte, wo wohl die allermeisten Anfragen landen werden, haben damit unserer Einschätzung nach keine Probleme. Im Änderungsantrag wird zudem immer noch von der Nichterreichbarkeit der Personalausweisbehörden gesprochen. Das widerspricht jedoch der Verpflichtung zu effizienter und digitaler Verwaltung. Die Sicherheitsbehörden machen auch heute oft schon Besuche in unseren Behörden. Von Eilbedürftigkeit ihrer Anliegen, schon gar von 24/7, ist dabei wenig zu erkennen. Wenn also nun die Kommunen für die Schaffung von Landesregistern herhalten sollen, müsste diese Begründung belastbar unterlegt sein, ebenso wie das Erfordernis für extrem wenig eilbedürftige Anfragen von Sicherheitsbehörden, neue Landesregister aufzubauen. So komme ich zum Schluss. Wir Kommunen unterstützen die Einführung einer einheitlichen elektronischen Identität ausdrücklich. Die Einführung von Landesregistern erschließt sich uns allerdings bislang nicht. Insbesondere die Eilbedürftigkeit dieser Einführung ohne eine ausreichende Beratung sehen wir mit Sorge, weil sie das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die so wichtige digitale Identität gefährden könnte. Vielen Dank. So, vielen Dank. Dann Herr Kelfer, bitte. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, herzlichen Dank für die Einladung und die damit verbundene Möglichkeit zur Stellungnahme. Das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Ziel stellt einen weiteren Schritt hin zu einer ganz praktisch erfahrbaren digitalen Wirklichkeit. Viele Bürgerinnen und Bürger erwarten solche Fortschritte, weil sie in den Alltag im Umgang mit gesetzlichen Auflagen und behördlichen Abläufen eindeutig erleichtern können. Diese Entwicklung sowie auch die einzelnen Elemente einer solchen digitalen Transformation sind auch nicht per se datenschutzkritisch, sondern im Gegenteil sehr gut datenschutzfreundlich umsetzbar. Diese Umsetzung bedarf dann allerdings des aufmerksamen Hinschauens, wenn in Bestreben nach kurzfristigen Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger, wie auch für Staat und Verwaltung, Lösungswege beschritten werden, die sich auf den zweiten Blick möglicherweise als gravierend nachteilig für den Einzelnen und sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung herausstellen können. Ich würde mir wünschen, dass die Umsetzung dieser Ziele ohne Tunnelblick erfolgt, also Datenschutz und Datensicherheit uneingeschränkt von Anfang an mitbedacht werden und man diese auf dem Lösungsweg auch integriert. Mit einer ersten Stellungnahme habe ich mich am 22. März an den Ausschuss gewandt und konkreten Änderungs- und Ergänzungsbedarf aufgezeigt. Das eine ist die Geltungsdauer des Identifikationsnachweises über mobile Endgeräte, die zumindest gesetzlich deutlich zu lang bemessen ist, jetzt kürzer gefasst werden und in Bezug auf Gesetzifizierung dienenden Daten verändert haben oder das mobile Endgerät sich nicht mehr in der Verfügungsgewalt der darüber zu identifizierenden Person befindet. Diese Verbesserungsvorschläge halte ich weiterhin für datenschutzrechtlich notwendig. Der Gesetzentwurf hat darüber hinaus durch die Koalitionsfraktionen eingebrachten Antrag eine Erweiterung verfahren, die in Teilen erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken auslöst. Die eingebrachten Änderungen sehen unter anderem die Einräumung einer Befugnis zugunsten der Länder vor, die für gesetzlich zulässige automatisierte Abrufe von Lichtbild und Unterschrift benötigten Daten der Pass- und Personalausweisbehörden zusätzlich zentral zu speichern und zu diesem Zweck auch dauerhaft vorzuhalten. Die dafür angeführte Begründung erscheint auf den ersten Blick nachvollziehbar, greift aus meiner Sicht aber zu kurz. Diese Regelungsbefugnis eröffnet den Ländern auf der Grundlage eigenen Rechts die Errichtung eines zentralen Datenbestands zur Durchführung des Abrufverfahrens und damit eine gedoppelte Datenhaltung zu den ja schon existierenden Registern der kommunalen Pass- und Personalausweisbehörden. Damit steigen Angriffsflächen und potenzielle Gefahren eines Missbrauchs oder einer zweckentfremdenden Verwendung am Ende bei einem Datenbestand über sämtliche Bürgerinnen und Bürger eines Bundeslandes. Auch werden die technischen Möglichkeiten für weit über heutige gesetzliche Befugnisse hinausgehende Auswertungen der Daten geschaffen.
Gemessen an den Grundsätzen zur Einhaltung der Datenminimierung und Erforderlichkeit müssen schon unabweisbare Gründe vorgebracht werden, um einen solchen zusätzlichen Datenbestand zu legitimieren. Hinzu kommt es, dass es sich bei den Lichtbildern in den Registern der Pass- und Personalausweisbehörden um biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person und damit um Daten im Sinne des Artikels 9 der Datenschutzgrundverordnung handelt. Das heißt, diese Daten unterliegen einem besonderen Schutz und für ihre zulässige Verarbeitung sind erhöhte Anforderungen zu stellen. Dieser strenge Maßstab muss auch schon dann angelegt werden, wenn mit dem Gesetz zunächst lediglich eine entsprechende Ermächtigung, also eine Öffnungsklausel, für den daraufhin tätig werdenden Landesgesetzgeber geschaffen wird. Denn die Entscheidung, es bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse an der Errichtung zentraler Abrufregister für Lichtbild und Unterschrift auf Landesebene, die trifft dann bereits der Bundesgesetzgeber. Und die Schaffung der gesetzlichen Grundlage mit dem Motiv der Sicherstellung einer möglichst reibungslosen und effizienten Verfahrens liegt sicherlich im öffentlichen Interesse, aber umfasst dies eine dauerhafte Verarbeitung biometrischer Daten, bedarf es der Feststellung eines gesteigerten und qualifizierten öffentlichen Interesses, um dem besonderen Schutzbedarf Rechnung zu tragen. Konkrete Anhaltspunkte für die Annahme eines solchen Interesses sind dem Gesetzentwurf nicht zu entnehmen. Eine funktional gleiche, datenschutzfreundliche Alternative ist vorhanden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Kelber. Dann Herr Professor Markgraf, bitte. Ja. Auch nochmal von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und dass ich die Möglichkeit habe, hier Stellung zu nehmen. Dazu möchte ich gleich sagen, ich nehme nur Stellung zum geplanten Vorhaben, den elektronischen Identitätsnachweis auf ein mobiles Endgerät da umzusetzen und nicht zu den anderen Änderungsvorschlägen. Ganz kurz nochmal, die Online-Ausweisfunktion wurde ja 2010 eingeführt und setzt sehr sicher und sehr datenschutzfreundlich die Authentisierung von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Dienstanbietern um. Jetzt mittlerweile seit 11 Jahren. Kernidee ist eben eine Zwei-Faktor-Authentisierung, die auf Besitz, nämlich eine Ausweiskarte und Wissen einer 6-stelligen PIN beruhen. Und dass Bürgerinnen und Bürger eben jederzeit wissen, wem gegenüber sie sich authentisieren und dass Dienstanbieter auch nur die personenbezogenen Daten erhalten, die sie für ihren Dienst tatsächlich auch nutzen. Das alles wird ja über Berechtigungszertifikate, die vom Bundesverwaltungsamt ausgestellt werden, geregelt. Meine Erfahrung ist, dass das wirklich eine sehr sichere und sehr datenschutzfreundliche Umsetzung ist und dem Gesetz ist zu entnehmen oder dem Gesetzesentwurf ist zu entnehmen, dass diese Technik eben 1:1 auf ein mobiles Endgerät übertragen werden soll, was ich sehr gut finde. Die konkrete oder die Sicherheit der geplanten Lösung, die hängt natürlich von der konkreten Ausgestaltung ab, die ja naturgemäß so einem Gesetz nicht zu entnehmen ist. Ich weiß aber, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hier schon erhebliche Vorarbeiten geleistet hat und schon sozusagen Richtlinien und Vorgaben erarbeitet hat, wie man so eine Lösung sicher umsetzen kann. Wichtig dafür ist, dass ein sogenanntes Sicherheitselement auf einem mobilen Endgerät genutzt wird, was insbesondere eben einen sicheren Schlüsselspeicher umsetzt, aber eben auch ermöglicht, kryptografische Protokolle sicher umzusetzen. Das schränkt am Anfang natürlich die Nutzungsbreite deutlich ein. Also nicht alle Geräte verfügen über so ein Sicherheitselement, beziehungsweise kommt man daran und kann dann da irgendwas umsetzen. Das heißt also, am Anfang werden wir eingeschränkte Bandbreite haben. Das wird sich aber meines Erachtens in Zukunft ändern. Was jetzt die Sicherheit betrifft, im Gegensatz zu so einer Ausweiskarte, die aus einem Sicherheitschip im Wesentlichen besteht, besteht ja so ein Mobiltelefon aus deutlich mehr Software und das bedeutet letztendlich, dass es da potenziell auch deutlich mehr Sicherheitslücken geben kann, die dann im Endeffekt auch den elektronischen Identitätsnachweis betreffen können. Deswegen wäre mein Vorschlag, ein Schwachstellenmanagement aufzubauen, was es eben dem Betreiber, also der Bundesdruckerei im Auftrag der Bundesregierung ermöglicht, Schwachstellen zu erkennen, zu bewerten und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, im schlimmsten Fall eben Geräte von der Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises auszuschließen, wenn es eben zu erheblichen Sicherheitslücken kommt. Mein weiterer Vorschlag ist,
in den gesamten Entwicklungsprozess die Zivilgesellschaft stark einzubinden. Also wir wissen, dass eben Teile der Zivilgesellschaft großen Digitalisierungsprojekten des Bundes sehr skeptisch gegenübersteht, was auch da natürlich damit zu tun hat, dass der Staat unterschiedliche Interessen verfolgt. So wurde zum Beispiel ja die Einführung der Online-Ausweisfunktion im Jahr 2010 sehr negativ begleitet von einigen Teilen. Und um die Akzeptanz einfach zu steigern der geplanten Lösung, wäre es eben wichtig, ähnlich wie so ein Open-Source-Projekt, eben alle Konzepte, die drumherum geschrieben werden, mit der Öffentlichkeit frühzeitig zu diskutieren, diese zu veröffentlichen, die Software, die erstellt werden soll, das bedeutet eben die Software auf dem Smartphone, aber auch auf dem Sicherheitselement als Open-Source zur Verfügung zu stellen und mit der Community gemeinsam diese Geschichten zu entwickeln. Das ist sozusagen mein Vorschlag. Fazit ist, ich begrüße die Initiative sehr. Die Online-Ausweisfunktion oder jetzt eben den elektronischen Identitätsnachweis auf Smartphones oder Tablets zu bringen, das wird die Nutzerakzeptanz deutlich steigern, auch die Reichweite. Es ist wichtig für eine sichere Umsetzung der Digitalisierung unserer Gesellschaft, aber eben wichtig ist, die Sicherheit konkret auszugestalten, ein transparentes Handeln und die Zivilgesellschaft frühzeitig mit einzubeziehen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dann Herr Neumann, bitte. Der Letzte, der uns online zugeschaltet ist. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Mitglieder des Ausschusses. Der CCC hat bei diesem Thema gemeinsam mit dem Forum der Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung eine Stellungnahme formuliert. Ich konzentriere mich daher jetzt erstmal nur auf den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD bezüglich der zentralisierten Speicherung biometrischer Daten. Grundsätzlich ist zu sagen, eine EID ist durchaus möglich und man kann das auch sicher und derart gestalten, dass die Nutzerinnen dem System nicht nur vertrauen, sondern auch vertrauen können. 2005 bei der Einführung der Biometrie in Pässe und Ausweise haben wir als Chaos Computer Club gewarnt. Ich zitiere aus der damaligen Sachverständigenauskunft: Denn biometrische Verfahren und die eingesetzten Funkchips bieten mannigfaltigen Möglichkeiten zur Überwachung von Menschen. Und dass einmal installierte Technologien zur Identifizierung und Überwachung die Begehrlichkeiten von Geheimdiensten, Ermittlungsbehörden, aber auch kommerziellen Unternehmen wecken werden, ist kein neues Phänomen. Eine biometrische Datenbank, eine zentralisierte Speicherung, so wurde es damals noch hoch und heilig versprochen, käme überhaupt nicht in Frage, erst recht nicht ein automatisierter Abruf. 2017 haben sie dann mit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises diesen Zugriff auf die biometrischen Daten stark vereinfacht und den zentralen Zugang ermöglicht. Man fragt sich tatsächlich, wie denn eine solche Maßnahme die Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises fördern soll, der ja tatsächlich trotz einiger seiner Vorteile in keiner Form irgendwo Anwendung findet. Und nun wollen Sie 2021 das Vorhaben der biometrischen Erfassung und Zugänglichkeit der biometrischen Daten quasi als Trojaner zur mobilen EID noch schnell mit in das Gesetzesvorhaben reinschleusen. Sie wollen Biometriedatenbanken in jedem Bundesland, das sogenannte zentrale Lichtbild- und Unterschriftenregister. Für diese neuen Datenbanken erkenne ich keine nennenswerten Sicherheitsvorgaben. Und das alles geschieht hier in einer Zeit, in der wir in unserer Gesellschaft seit mehreren Jahren das Terrorphänomen des selbsternannten sogenannten NSU 2.0 haben, der ja durchaus, und dieser Fall zeugt ja durchaus von der Qualität der Absicherung der Daten, die sie den Behörden zugänglich machen. Es hält sich sogar der Verdacht, so entnehme ich den Nachrichten, der Täter hätte sich die Daten einfach telefonisch erfragt. Und einer solchen Sicherheits- und Sensibilitätskultur wollen sie nun die biometrischen Daten der Bevölkerung anvertrauen. Ich schließe mich der Perspektive von Herrn Kälber an, der sagt, hier vervielfältigen sich die Angriffsfläche und auch die Missbrauchpotenziale. Ich glaube, ich brauche Ihnen, ich werde es trotzdem machen, ich erkläre Ihnen nochmal, welche Bedeutung die Biometrie als Authentifizierungsmerkmal hat, beispielsweise für den Zugriff auf Mobiltelefone, für den Zugriff
auf Rechner als Authentifizierungsmerkmal, also ein sehr wichtiges Merkmal, was der Chaos Computer Club mit dem Fingerabdruck des damaligen Innenministern Herr Schäuble demonstriert hat. Biometrie ist aber gleichermaßen ein sehr geeignetes Überwachungsinstrument und hat für die Massenüberwachung erhebliche Bedeutung. Da nehmen wir als Beispiel das Projekt der Videoerfassung am Südkreuz, wo die eigentlich datentechnisch zunächst unüberblickbare Datenmenge eines Videos zu einer säuberlichen, zeitgenauen Datenbank wird, wer wann an diesem Bahnhof war. Und genau diese Reduktion der Daten ist es, was dann eine Massenüberwachung ermöglicht, die im öffentlichen Raum so eigentlich nicht möglich ist, die wir sonst nur aus dem Internet kennen. Themen der Fehleranfälligkeit lasse ich mal im Rahmen der Zeit offen vor. Fazit. Ich habe teilweise den Eindruck, dass Sie das auch wissen und nicht nur trotzdem, sondern genau deshalb machen wollen. Aber wenn Sie sich um die Akzeptanz von Ihrer EID Sorgen machen, und das inzwischen seit 16 Jahren, dann sollten Sie vielleicht die spannenden Möglichkeiten, die diese Technologie gerade im Privacy-Bereich bietet, mehr in den Vordergrund stellen. Wir stellen ja fest, Anwendungsmöglichkeiten meiner EID sind nach wie vor schlichtweg nicht vorhanden. Das ändert sich wahrscheinlich auch nicht, wenn ich sie jetzt auf dem Telefon habe. Aber wenn Sie diese Verfahren jeweils mit derartigen Risiken und Überwachungsambitionen verbinden, dann nähren Sie doch den Eindruck, dass hier Technologien gegen die Bürgerinnen statt für die Bürgerinnen gebaut werden. Das Beispiel EID ist nur eines, die Biometriedatenbank, die hinten dran kam, ein weiteres. Und ich möchte jetzt gar nicht wieder das alte Lied von der D-Mail singen. Allgemein schließe ich mich auch der Einschätzung an, dass das notwendige technische Schutzniveau nicht einheitlich auf allen Geräten sinnvoll erreichbar ist. Und verweise ansonsten auf die Einlassung und die Stellungnahme von Herrn Rainer Rehag. Vielen Dank. So, vielen Dank. Dann Frau Professor Peters, bitte. Danke sehr. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Gelegenheit, zur heutigen Anhörung und Stellung zu nehmen. Ich möchte meine Ausführungen vor allem auf die Zielsetzung des Gesetzesentwurfs fokussieren. Und zwar beabsichtigt die Bundesregierung mit dem Gesetzesentwurf vor allem die Verbreitung und Akzeptanz einer Identifizierung per mobilem Endgerät zu ermöglichen. Ich halte diese Maßnahme für sehr sinnvoll. Allerdings glaube ich, man könnte sie insofern näher Ausgestaltung und der Zielsetzung mehr nachkommen, indem man folgende drei weitere Maßnahmen anstrebt. Erstens eine Lösung für Wirtschaft und Staat entwickeln. Zweitens mindestens eine einheitliche Lösung für hoheitliche Anwendungsbereiche schaffen. Und drittens die Lösung um eine elektronische Signatur erweitern. Zuerstens. Momentan gibt es am Markt unterschiedliche Identifizierungsmöglichkeiten. Wir kennen das alle, mindestens aus dem Bereich des Online-Banking. Die Folge dieser vielen Lösungen ist, dass es nutzerseitig und angebotsseitig Nachteile gibt. Und davon sind wir alle betroffen, von diesen Nachteilen. Wenn wir rein auf den Teil der Identifizierungsvorgänge schauen, die die öffentliche Verwaltung ausmacht, dann betrifft diese nur ein Bruchteil aller Identifizierungsvorgänge, sind unter 10%. Der größte Anteil entfällt auf Online-Banking, auf die Finanzbranche. Insofern sollte der Staat eine einheitliche Lösung schaffen und nach Möglichkeit die Finanzbranche dafür mit ins Boot holen. Und das kann er tun, indem er entweder die vorhandene Lösung ausbaut und die Finanzbranche einlädt, daran mitzuwirken, oder aber indem er auf andere Identifizierungslösungen setzt. Zu zweitens, der Staat sollte mindestens eine einheitliche E-Government-Identifizierungslösung entwickeln und nicht verschiedene Lösungen, wie zum Beispiel im Elster-Steuerverfahren eine gesonderte ID, zum Beispiel diese ICONA heißt das, oder auch in der nationalen Patientenakte. Das wäre wichtig für eine stärkere Marktdurchdringung und Akzeptanz. Drittens sollte die Lösung um eine elektronische Signatur erweitert werden. Elektronische Signaturen haben vor allem im Bereich E-Government eine ganz maßgebliche Funktion, da sie das Schriftformverfahren
Erfordernis ablösen. Also genau das, was wir momentan kennen. Wir bekommen einen Online-Antrag, füllen diesen aus, drucken ihn aus, unterschreiben ihn und schicken ihn dann postalisch zur Verwaltung, könnte man mit dieser Verknüpfung um eine elektronische Signatur, die kostenlos bereitstellen würde, gut verknüpft werden. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dann Herr Rehak. Vielen Dank, liebe Frau Vorsitzende und liebe Abgeordnete und alle Zuschauenden für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Auch wir unterstützen das Ziel, was gesteckt wird, ausdrücklich. Und ich sehe unsere Aufgabe hier, so bestimmte architektonische Richtungen und technische Grundstrukturen in so einen gesellschaftlichen Kontext zu setzen, was wir als Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung da auch besonders tun können. Also es scheint hier so ein bestimmtes Vorurteil zu herrschen, dass in der Digitalisierung so Einzelsachen schnell geändert werden können und schnell implementiert werden können. Und wenn man dann große neue Anwendungszwecke hat, dann kann man die einfach so integrieren und zusammenfließen lassen. Das ist aber nicht so. Man kann sagen, Digitalisierung ist Verwaltung mit anderen Mitteln. Und da ist gar nichts schnell und einfach zusammenzufließen und vor allem nicht ohne Plan. Was es dafür braucht, und es wurde gerade eben schon von diversen sachverständigen Auskunftspersonen hier gesagt, ist eine ganzheitlich gedachte Grundarchitektur. Hier fehlt also so etwas wie ein öffentliches System für Signatur, Authentifizierung und Kommunikation für Bürgerinnen, Ämter, aber auch juristische Personen, wie eben angesprochen worden ist. Es ist aber angedacht hier keine offene Struktur. Es wird eine geschlossene, proprietäre Monopolinfrastruktur wie damals die E-Mail, das wurde jetzt gerade eben schon genannt von Linus Neumann. Aber das war genau der Punkt. Man kann natürlich erst mal fragen, warum haben Dinge nicht funktioniert, um sie danach anders zu machen. Diese fehlende Vision und das Verständnis sieht man auch ganz konkret an den fehlenden Umsetzungsaufwänden im Gesetz. Da ist also nichts vorgesehen, was die Umsetzungsaufwände von den TSM- oder App-Anbietern selber wäre. Das heißt, zum Beispiel ganz konkret, sowas wie eine Unterschriftensammlung muss ja digital gehen, aber dafür muss eben eine NGO selber auch als Anbieterin auftreten. Das ist hier überhaupt nicht vorgesehen, weil das System, so wie es angedacht ist, den analogen Vorgang digital kopiert und eben nicht die, wie sagt man so schön, die Potenziale der Digitalisierung hebt. Wir können jetzt deswegen viele Details kritisieren, aber die Ursache vieler Punkte liegt genau im Fehlen dieser größeren Strategie mit vielen Insellösungen. Und diese nötige, ganzheitlich gedachte, offene Grundarchitektur wäre dann eine gesellschaftlich-öffentliche Infrastruktur, sowas wie Internet oder Eisenbahn auf einer bisschen abstrakteren Ebene. Und da kann auch keiner sagen, es hätte keiner vorher gewarnt oder diese Kritik geäußert. Also es wurde die Möglichkeit des Open Government Partnership Programs nicht benutzt. Bei der Verbändeanhörung gab es einen Verband. Und auch in anderen Situationen haben wir schon mal darauf hingewiesen, dass es eigentlich diese Grundarchitektur bräuchte. Und auch die zentrale Biometriedatenbank, die auch schon damals abzulehnen, also dieses Vorhaben dieser Zugriffe war auch schon damals abzulehnen. Ich möchte aber jetzt hier ein Augenmerk darauf werfen, dass das auch wieder ein Symptom für diesen verfehlten Plan darstellt, für diese verfehlte Digitalpolitik. Lesen Sie sich die Begründung für diese Datenbestände durch. Da steht was von Fax und Bildqualität. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also, ich möchte noch mal eindringlich warnen, lesen Sie jetzt unsere Stellungnahmen mit Zeit und wenn noch Möglichkeiten da sind, oder Sie sind eben später gezwungen, sich mit diesem Chaos, was da entstanden und wild gewachsen ist, mit den Kommunen, die dann selber eigene Lösungen bauen müssen und draufsetzen müssen, entstanden ist. Dann wird es nämlich sehr, sehr viel schwieriger. Und darauf haben wir auch schon bei der Digitalisierung von Familienleistungen hingewiesen. Eine kurze Bemerkung inhaltlich zu der zentralisierten Speicherung von Lichtbildern und Unterschriften. Keine Erforderlichkeit und keine Verhältnismäßigkeit ist dabei gegeben. Es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, nochmal, das wurde auch schon gesagt, aber man kann es nicht genug unterstreichen, das ist ein eigener Datenbestand, der begründet werden muss. Zentralisierung ist kein Bequemlichkeitsfeature, sondern im Gegenteil, Dezentralisierung ist ein demokratietheoretisches Sicherheitsfeature, was sich auch technisch abbilden muss. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, das können die eh schon, jetzt sammeln wir das alles mal zentral. Das heißt, das, was hier vorgeschlagen wird, ist ein gefährlicher Workaround. Aber zurück zum Punkt. Die IT-Sicherheit aktueller Smartphones ist sehr schlecht. Aktuell ist auch für den hier angesprochenen Use Case nur ein einziges zugelassen. Und besonders günstige Geräte sind sowieso notorisch unsicher. Aber was sollen denn viele Menschen dann machen? Auch hier verläuft die Digitalisierung wieder entlang der sowieso schon vorhandenen gesellschaftlichen, sozioökonomischen Ungleichheiten.
und Ungerechtigkeiten. Denn auch später werden eher teure Geräte diese Funktion haben. Das ist natürlich nicht gerecht. Und das ist leider wieder eine Quittung für eine insgesamt schlechte IT-Sicherheit in Endgeräten. Das ist ein generelles Problem. Trotz diverser Sicherheitsgesetze gibt es bezüglich Smartphones keine Mindeststandards, keine Verantwortlichkeiten oder vielleicht sogar auch Angebote aus der öffentlichen Hand fehlen. Und jetzt, es gibt schon ein paar Stimmen, die vom Lex Samsung reden, weil das einzige Gerät, was das aktuell kann, ist das Gerät im Optimus-Projekt, das S20. Das ist jetzt gehackt worden, wie es ein Vortrag ankündigt in der renommierten Hacker-Konferenz Black Hat. Sie mögen sich dazu anlesen. Das heißt, selbst das Einzige, was es jetzt kann, hat sich in der Hinsicht dann so ein bisschen, hat sich leider dann erledigt. Das ist allerdings alles vermeidbar und keine Naturgewalt. Hinter nahezu jedem Hackerangriff steht immer individuelles oder meistens systemisches Versäumnis. Nur dazu so viel, Sie können dann später dazu noch Fragen stellen. Noch zwei kleine Punkte. Bei Personenkontrollen werden wir später aufpassen müssen, dass, wenn ich mich über mein Smartphone identifizieren kann und dazu muss ich es entsperren, dass da problematische Effekte entstehen, wenn die Polizei an diesen Stellen eine Identifizierung verlangt, die dann eventuell nur mit dem Smartphone passiert und nur durch eine Entsperrung des Smartphones. Da muss man viel drüber nachdenken, wie man das verhindern kann. Genauso die Metadaten, die bei der Benutzung dieser Systeme anfallen, da muss man noch viel Detailarbeit leisten. Ja, weitere Punkte sind in der Stellungnahme zu finden, die gemeinsam mit dem Chaos Computer Club angefertigt ist und die Ihnen auch allen vorliegt. Abschließend Ceterum Censeo. Wenige Werktage waren für den Gesetzentwurf für uns nur da, um das zu analysieren und eine Stellungnahme abzugeben. Das machen wir immer sehr gerne. Aber solch absurd kurze Fristen sind leider nicht zu machen, insbesondere für die Zivilgesellschaft, die das alles ehrenamtlich macht. Wir kommen immer gern, aber überdenken Sie bitte Ihre Partizipationsvorstellungen. Herzlichen Dank. So, Herr Rehak, vielen Dank. Und Herr Schleyer noch. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf aus der Sicht der kommunalen IT-Dienstleister Stellung zu nehmen. Ich möchte zunächst hervorheben, dass es außerordentlich begrüßenswert ist, dass der Staat seine Funktion als Identitätsgewährleister auch im digitalen Zeitalter beibehält. Wir erleben, dass gerade die Frage der Authentifikation und Identifikation zunehmend auch durch Dienstleister übernommen wird. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass der Staat seiner Funktion auch im digitalen Zeitalter in dieser Hinsicht gerecht wird. Und hier leistet der Gesetzentwurf einen wichtigen Beitrag. Die Idee, die eID-Funktion auf Endgeräte zu übertragen, kommt dem geänderten Nutzerverhalten sehr entgegen, wenn wir nur daran denken, dass mittlerweile doch in der Breite selbst Bezahlfunktionen auf das Smartphone übertragen werden. So handelt es sich hier um eine gelebte Praxis und um das tagtägliche Erleben der Nutzerinnen und Nutzer. Dagegen ist die schon länger realisierte Funktion von Smartphones als Lesegerät für die EID-Funktion zum einen nicht in der Breite bekannt, zum anderen aber auch durchaus mit technischen Hürden verbunden. Und dies schränkt ganz offensichtlich die Nutzung doch in nicht unerheblichem Maße ein. Diese Situation wird durch die Übertragung der EID auf das Handy verbessert, wenngleich man nicht verkennen sollte, dass zumindest bei der Einrichtung diese einmalige Hürde der aktivierten EID sowie der erfolgten Änderung der Transport-PIN schon gelöst sein muss. Dann im Anschluss ist aber dann natürlich schon mit einem deutlich breiteren Einsatz zu rechnen, auch über die Einsatzzwecke der Verwaltung hinaus. Insbesondere die Ablöse der von mir schon erwähnten alternativen Authentifizierungsmethoden sollte dann angestrebt werden. Ich halte zum Beispiel die Video-Streaming-Authentifizierung für außerordentlich problematisch und würde es sehr begrüßen, wenn hier durch diese Funktionalität auch eine Ablösung erfolgen könnte. Ich glaube auch, dass eine erhöhte Akzeptanz dieser EID-Funktion dann Netzwerkeffekte für eine breitflächigere Nutzung entfalten kann.
Dafür ist es allerdings durchaus notwendig, das Vertrauensniveau, wie die EID-Funktion auf den Ausweiskarten, sei es dem Identitätsnachweis bzw. dem Personalausweis, auch auf das Niveau hoch anzustreben. Wobei auch hier nicht verkannt werden darf, dass das möglicherweise zu hohen technischen Hürden führen kann, was die Nutzbarkeit wieder einschränken könnte. Darauf wäre dann allerdings im Notifizierungsverfahren sehr sorgfältig zu achten. Auch halte ich eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer durchaus für notwendig, um auch dem wachsenden technischen Fortschritt nachzukommen und auch um sicherzustellen, dass jeweils auch die Handys mit den neuesten Betriebssystemen ausgestattet sind, die dann dafür genutzt werden. Man also auch gezwungen ist, tatsächlich die jeweils dann aktuellen Hürden zu überspringen, wenn man eine solche Übertragung der EID-Funktion auf das Handy vornimmt. Ich möchte noch kurz zum Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, CSU und SPD eingehen, der es den Ländern ermöglichen soll, eigene zentrale Passregister einzurichten, aus denen dann im automatisierten Verfahren Lichtbild und Unterschrift extrahiert werden können. Ich darf daran erinnern, dass bereits seit dem Jahr 2017 diese Befugnis existiert, allerdings auf der Ebene der lokalen Pass- und Ausweisregister. Die technische Umsetzung hat bis heute nicht zufriedenstellend stattgefunden und deshalb glaube ich, dass eine Möglichkeit, dies mit zentralen Landesregistern zu lösen, dass diese Möglichkeit zu begrüßen ist. Ich darf dabei auf die durchaus positiven Erfahrungen mit den Landesmelderegistern verweisen, die zu einer sehr hohen Verfügbarkeit der entsprechenden Melderegisterdaten geführt haben. Und wir können auch darauf verweisen, dass in den Ländern, in denen es diese zentralen Melderegister gibt, tatsächlich auch die Auskunftsqualität der Anfragen deutlich höher ist. Ich glaube auch, dass neben der sehr hohen Verfügbarkeit der Register die IT-Sicherheit tatsächlich zunimmt, weil wir eine zentrale Benutzer- und Rechtesteuerung erreichen können an einer Stelle. Wir können die vorhandenen Infrastrukturen in einer analogen Anwendung der Struktur der Landesmelderegister nutzen. Und wir haben auch die Situation, dass wir nur eine einmalige Investition für die Schaffung solcher Register pro Bundesland benötigen, im Gegensatz zu jeweils lokal notwendigen Investitionen, sowohl in Infrastruktur als auch vor allem in die IT-Sicherheit. Wir können außerdem sicherstellen, dass die lokalen Register weiterhin gegen den Zugriff von außen abgeschottet bleiben, weil sie diesen Zugriff nicht ermöglichen müssen, während wir bei den zentralen Registern entsprechende technische Vorkehrungen treffen können, die wir auch heute schon bei den Melderegistern kennen oder auch zum Beispiel bei den zentralen Personenstandsregistern. Wenn ich nur daran erinnere, dass wir vor der Mammutaufgabe stehen, bis zum 19. Januar 2033 beispielsweise rund 40 Millionen Fahrerlaubnisse umzutauschen, dann werden diese Register eine besondere Bedeutung auch im E-Government erlangen, denn durch eine solche Verfügbarkeit von Bild und Unterschrift können wir einen vollständig digitalisierten Prozess des Führerscheinumtausches dann auch realisieren und können dann nur noch den allerletzten Schritt, nämlich der tatsächlichen Eintausch des alten Führerscheins gegen den Kartenführerschein beispielsweise über eine Lösung mit der Post realisieren, was heute nicht möglich ist, weil tatsächlich Bild und Unterschrift nicht für solche Prozesse verfügbar sind. Zusammenfassend glaube ich, dass wir auch mit diesem Änderungsantrag einen deutlichen Gewinn erreichen könnten für verschiedene Anwendungen im E-Government. Und insgesamt glaube ich, dass der Gesetzentwurf einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Nutzung der elektronischen Identität mit sich bringen könnte. Vielen Dank. So, Herr Schleyer, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt in die Fragerunde und beginnen mit Herrn Oster. Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich zunächst einmal bei den Gutachtern herzlich bedanken für die
kurzfristige Bereitschaft, hier für uns als Experten zur Verfügung zu stehen. Das ist tatsächlich sportlich gewesen. Deshalb ein herzliches Dankeschön, dass Sie dennoch dieser Aufgabe nachgekommen sind. Das hat natürlich seine Begründung. Unser Ziel ist und bleibt, diesen Gesetzentwurf auch zügig zu verabschieden, weil er eben ein wichtiger Baustein in unseren Digitalisierungsbemühungen ist. Und das klare Ziel ist, diesen Gesetzentwurf auf jeden Fall in dieser Wahlperiode zu verabschieden. Und die Stichworte Sicherheit, Vertrauen in die Technologie spielen dabei natürlich eine ganz besonders wichtige Rolle. Deshalb hatten wir ja vor kurzem, vor wenigen Tagen, ein erweitertes Berichterstattergespräch und haben jetzt heute auch diese Anhörung. Und ich glaube, auch nach den Äußerungen von heute sind wir da auf einem guten und sinnvollen Weg. Ich habe eine Frage an Professor Markgraf und eine Frage an Herrn Schleyer, an Herrn Professor Markgraf. Die Frage, Sie haben das kurz angerissen, aber unser Ziel ist es ja, mit diesem Baustein der Digitalisierung, mit der EID, die Akzeptanz dieser Angebote möglichst rasch auch zu befördern, sowohl die öffentlichen Angebote als auch die Angebote der Privatwirtschaft. Vielleicht können Sie noch mal etwas dazu sagen, ob die gewählte Technologie, die wir hier jetzt ins Auge gefasst haben, dazu geeignet ist, möglichst in einem überschaubaren Zeitraum auch eine breite Marktabdeckung dieser Angebote zu erreichen. Das ist die Frage an Herrn Professor Markgraf und die Frage an Herrn Schleyer. Wir diskutieren ja, es ist ja hier auch angeklungen, insbesondere wenn es um die Lichtbilddatei geht, um die Frage der Datensicherheit. Das ist natürlich eine sehr relevante und wichtige Frage. Jetzt war ich selbst über viele Jahre hinweg Bürgermeister einer relativ kleinen Kommune und weiß, mit welchen Herausforderungen gerade die kleineren Kommunen konfrontiert sind, die Datensicherheit, die immer steigenden Anforderungen auch zu gewährleisten. Deshalb können Sie das vielleicht noch mal etwas intensiver ausführen, wie Sie das aus dem Blickwinkel der Kommunen bewerten. Ist es tatsächlich sicherer, wenn 5.500 einzelne Kommunen den Datenschutz zu gewährleisten haben? Oder ist die Variante, dass in 16 Datenbanken auf Bundesländerebene dann nicht doch wesentlich sicherer? Vielleicht können Sie das noch einmal etwas erläutern. Vielen Dank. Herr Oster, vielen Dank. Dann käme jetzt Herr Schulz. AfD nicht vertreten. Herr Schulz? Jetzt müssen. Jetzt, ich sehe Sie Hallo. Auch nicht. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Das Mikro ist aber zumindest an. Ja, da die Bundesregierung heute nicht befragt wird, sondern Sachverständige, würde ich meine ersten Fragen gern an den Herrn Reag richten, weil ich glaube, der kann sie beantworten. Herr Reag, um die EID-Lösung nutzen zu können, benötigt ein Smartphone ja eine eingebettete Sicherheitsarchitektur, die bis zum Niveau substanziell der EIDAS-Verordnung reichen muss. Welche konkreten Kenntnisse konnten in Bezug nach Ihrem Wissen auf diese Sicherheitsanforderungen gewonnen werden und haben Sie Kenntnis, wie viele und welche Endgeräte, also Smartphones und Tablets, die hohen Anforderungen der BSI an Systeme zur elektronischen Identifizierung heute erfüllen? Und gibt es eine Art Gerätekompass? Und meine zweite Frage geht auch an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie da was mitbekommen haben. Also mir ist da nichts bekannt. Aber ist Ihnen bekannt, welcher Handyhersteller in dem Prozess zur Schaffung des elektronischen Identitätsnachweises eingebunden war? Ob überhaupt einer eingebunden war? Das waren meine ersten beiden Fragen. Vielen Dank. So, dann Herr Lind. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich schließe mich ringend mit dem Mikrofon dem Dank an die Sachverständigen an. Und zum Zauber einer Anhörung gehört ja auch, wenn man nicht einfach nur bestätigt wissen will, was man schon weiß, dass man auch Resonanz gibt auf das, was gesagt wurde. Deshalb in meinen ersten drei Vorbemerkungen, bevor ich zu meinen Fragen an Frau Peters komme, ist ja auch berücksichtigenswert, dass Herr Reag darauf hinwies, dass nicht genügend Zeit für Sachverständige da gewesen wäre zur
Wahrheit der gesamten Geschichte gehört, aber auch, dass sehr kurzfristig diese Anhörung erst in Gang gekommen ist und ja die Gesetzgebung auch noch vor Ende der Legislatur erfolgen soll, sodass eine Intentionalität der Kurzfristigkeit jedenfalls seitens der Regierungsfraktion nicht unterstellt werden kann. Und der Vollständigkeit halber hatten Sie auf Ceterum Censeo hingewiesen, Cato der Ältere, aber es folgt dann noch was, Carthaginem esse delendam. Wir wollen aber nicht zerstören, wir wollen ja was errichten, also Carthaginem esse construendam. Insofern regen wir uns ja gegenseitig geistig auch an. Zum Zweiten ist ja auch darauf hingewiesen worden, dass wir hier den Aspekt der Dezentralisierung als Gewährleistung von Sicherheit und auch Demokratie sehen sollen. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich gemacht, dass es eine Überforderung von Kommunen sei. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auch schon Klarheit machen, in welchem Sinne wir Dezentralisierung bewerten. Teilweise wurde das auch in selben Ausführungen genannt. Und als Drittes, und dann jetzt schon überleitend, dann auch Frau Dr. Peters, wenn es auch heute nicht so eine Rolle spielt, ist der kompletten Darlegung des Sachverhalts dienlich, wenn wir auch sagen, dass in dem Änderungsantrag auch noch ein zweiter Punkt enthalten ist, nämlich die Stärkung der Auskunftsrechte der Ausweisinhaber. Auch das sollte man der Vollständigkeit halber, glaube ich, erwähnen. Nun meine Fragen an Frau Professor Peters. Sie haben sehr deutlich sich auf die Frage des Zieles und der Akzeptanz konzentriert und dabei hervorgestellt, dass dieser Einstieg in die Nutzbarkeit der mobilen Endgeräte ein sinnvoller Auftakt wäre, der aber einem ganzheitlichen Wurf bedarf. Könnten Sie vielleicht noch mal präziser machen, wie Sie die folgenden Schritte sich vorstellen, wie diese erfolgen könnten und aus Ihrer Sicht sollten? Und zum Zweiten findet sich in Ihrer schriftlichen Stellungnahme der klare Hinweis, dass Sie eine Begrenzung der Gültigkeit auf 2 Jahre befürworten. Im Gesetzentwurf sind ja maximal 5 Jahre benannt, aber in Entschließungsantrag und Verordnung sollen 2 Jahre festgeschrieben werden. Könnten Sie bitte noch mal präzisieren, warum Sie diese Begrenzung und für wie lange womöglich Sie diese Begrenzung auf 2 Jahre für sinnvoll erachten? Vielen Dank. Herr Lind, vielen Dank. Dann kommt die FDP. Herr Höferlin, bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Auch von mir herzlichen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen für die kurzfristigen Stellungnahmen. Ja, das war kurzfristig, aber der Änderungsantrag kam ja auch auf den letzten Drücker und der hat letztlich diese Anhörung ausgelöst, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also jetzt zu sagen, die Opposition hätte kurzfristig eine Anhörung beantragt, dann muss man sagen, das ist natürlich die Reaktion auf den Änderungsantrag, weil eigentlich wissen viele, den Schritt der Evolution der EID-Funktion im Personalausweis sehen wir als Freie Demokraten extrem positiv. Haben wir ihn ja selbst mit unserem Smart-Perso-Antrag mal gefordert. Insofern freuen wir uns natürlich immer, wenn die Bundesregierung unsere guten Vorschläge aufnimmt und fortführt. Die Wallet-Funktion ist absolut zeitgemäß. Wir könnten uns da noch viel mehr drin vorstellen, weil ich glaube, dass es auch viele andere wichtige Dokumente gibt, die man vielleicht zukünftig auf seinem dann aber sicheren Smartphone mit sich rumtragen kann. Ich konzentriere mich mal auf den Änderungsantrag, weil, wie gesagt, das der Auslöser und auch der Punkt dieser Anhörung für uns war. Ansonsten hätten wir dem Gesetz eigentlich zustimmen können, auch wenn wir uns mehr hätten vorstellen können. Ich möchte gerne an Herrn Professor Kelber 2 Fragen richten. Meiner Ansicht nach hinkt der Vergleich mit den Strukturen zum automatisierten Abruf von Daten aus den Melderegistern schon deshalb, weil es sich bei den biometrischen Fotos, und Sie haben das selbst gesagt, die ja hier gespeichert werden, um besonders sensible Daten handelt. Außerdem wurden die Protokollierungspflichten für die Zugriffe im automatisierten Verfahren im Meldewesen gerade erst in dem zweiten Meldewesengesetz, Änderungsgesetz aus dem Januar, angepasst. In den automatisierten Verfahren im Meldewesen muss jetzt zum Beispiel zusätzlich protokolliert werden, was der Anlass des Abrufes eines bestimmten Datensatzes war. Deswegen meine Frage an Sie, welche Sicherungsmaßnahmen, Sie haben es vorhin in Ihrem Satz am Ende Ihres Statements gesagt, da müssten Sicherungsmaßnahmen sein. Welche Sicherungsmaßnahmen müssten denn Ihrer Ansicht nach in das Gesetz aufgenommen werden, damit automatisierte Verfahren nicht nur an Meldeabfragen angepasst sind, sondern besonders den schutzbedürftigen Passdaten angepasst werden? Und die zweite Frage, da haben Sie auch am Ende gesagt, es gibt ja Alternativen.
Da meine Nachfrage: Ist die Alternative der Status quo und dort die Digitalisierung der dezentralen Datenhaltungen? Oder haben Sie andere Ideen, wie man automatisierten Abruf denn sonst sonst sinnvoll und sicher und datenschutzfreundlich gestalten kann? Vielen Dank, Herr Höferlin. Im Zweifel ist natürlich immer die Opposition schuld. So, dann Frau oder Verursacher, sagen wir es mal so. Frau Pau, bitte. Ja, meine Fragen richten sich an Herrn Rehak, aber vorneweg auch ein Dankeschön an alle Sachverständigen, dass sie sich dieser Aufgabe und Debatte hier gestellt haben. Ich habe Ihre Grundkritik verstanden, die Planlosigkeit, und darauf aufsetzend könnte man eigentlich sagen, erstmal den Plan auf den Tisch und dann schauen, mit welchen sinnvollen Dingen setzen wir das Ganze um. Das ist offensichtlich von der Mehrheit nicht gewollt. Herr Kollege Oster hat es eben schon gesagt, das muss noch in dieser Legislatur sein. Ich weiß nicht, ob wir uns nicht dann in sehr schneller Zeit wieder damit beschäftigen müssen, um hier entsprechend zu reparieren. Deswegen möchte ich Ihnen, Herrn Rehak, die Möglichkeit geben, uns noch ein paar praktische Hinweise, die in Ihrer Stellungnahme schon angelegt waren, mit auf den Weg zu geben. Es war hier schon die Rede davon, dass es im Moment ein Smartphone geben soll, welches die Anforderungen erfüllt und obendrein, ich las, dass auch gerade gehackt wurde. Können Sie uns etwas dazu sagen? Sind nach Ihrer Einschätzung überhaupt Smartphones nach derzeitigem Stand von Recht und Technik überhaupt dauerhaft sicher genug, dass wir also auf diese Lösung an dieser Stelle setzen? Zweitens haben Sie vorhin schon über Anwendungsmöglichkeiten gesprochen und einige angedeutet, die über das, was einem sonst so einfällt, wie Anbahnung eines Geschäftes oder Abschluss eines Vertrages hinausgehen, zum Beispiel die Personenkontrolle. Sie haben Ihren Personalausweis nicht dabei und wollen sich dann also über die elektronische Identität entsprechend identifizieren. Sie hatten vorhin angedeutet, dass Sie dazu ausführlicher noch darstellen könnten, welche Risiken Sie hier für die Nutzerinnen und Nutzer sehen, auch mit Blick auf die zukünftige Erweiterung der Funktionalität. Und ich hänge da gleich noch das Stichwort Metadaten dran. Es ist zwar vorgesehen, dass eben diese nicht in der Smartphone-ID enthalten sein sollen, aber ich sehe das Risiko und frage Sie, sehen Sie es auch, dass andere auf dem Gerät installierte Apps während dieses Identifizierungsvorganges auf genau diese sensiblen Daten zugreifen? Und sehen Sie überhaupt nach derzeitigem Stand, sowohl was unsere Aufgabe hier betrifft als Gesetzgeber, was den Regelungsbedarf betrifft, aber natürlich auch technisch, da eine Möglichkeit, die Risiken mindestens zu minimieren? Ausschließen würde ich das nach unseren Erfahrungen, die wir alle haben, sowieso nicht. So, dann haben wir noch Herrn von Notz. Frau Vorsitzende, erstmal bin ich dem Kollegen Lindt ganz herzlich dankbar, dass er deutlich macht, dass wir es der Opposition zu verdanken haben, dass es eine Anhörung im Deutschen Bundestag gibt, wenn die Große Koalition vorhat, eine zentrale biometrische Datenbank zu eröffnen. Das stimmt. Die GroKo will sowas ohne Anhörung machen. Ich sag mal, also geschichtlich und unter allen Gesichtspunkten ziemlich verrückt. Gut, dass wir darüber reden und uns hier treffen auf so einem Nachmittag und einfach mal drüber sprechen. Also wenn ich mich erinnere, haben alle der Anhörung zugestimmt. Ja, aber das sollte man vielleicht bei den Ausführungen der Vollständigkeit. Frau Vorsitzende, vielen Dank, dass Sie mich unterbrechen, aber ich habe mich ausdrücklich auf den Kollegen Lindt bezogen. Und Sie haben dann noch mal unterstrichen, dass am Ende immer die Opposition schuld ist. Und ich habe Sie bestätigt, Frau Vorsitzende, dass in diesem Fall die Opposition schuld ist. So ist es. Ja? Deswegen sitzen wir hier. Und wir haben ja viele interessante Sachen gehört, die sonst der Deutsche Bundestag nicht gehört hätte, die hier nicht zu Protokoll gegangen wären, bei einem solchen Hack, wenn ich das mal sagen darf. So. Man könnte unheimlich viel dazu sagen. Aus eigener Anschauung der letzten 12 Jahre, alles, was die Bundesregierung im Bereich der IT-Großprojekte angefasst hat, zerfällt zu Staub, angefangen bei Elena. Ja, da schreckt Herr Bürger richtig zusammen.
Gerade das BMI ist da häufig beteiligt. Und irgendwie lernt man nicht so richtig, was da nicht so gut läuft. Ja, warum nutzen diese dummen Bürgerinnen und Bürger nicht den E-Perso? Niemand will es so richtig. Ja, das versteht man gar nicht. Und ich kann Ihnen sagen, das liegt daran, dass man mit solchen Anhörungen ignorant, Herr Müller, auch Sie müssen das ertragen, so ignorant umgeht. Deswegen, ich bin wirklich sehr gespannt, was Sie aus dieser Anhörung mitnehmen in die Gesetzesvorlage, um das hier umzusetzen. Denn sonst ist es genau so, wie die Kollegin Pau sagt. Das Ding landet auf jeden Fall würde ich sogar sagen, vom Bundesverfassungsgericht. Aber auf jeden Fall wird es überarbeitungsbedürftig werden. Und das Problem, was man hat, ist, gerade weil es so ein wichtiges Projekt ist, wenn es nicht schwimmt, dann fällt Deutschland weiter zurück in der Digitalisierung. Und das ist schlecht. Deswegen frage ich die Sachverständigen Neumann und Kelber einfach in 2 Minuten jeweils kurz zu sagen, wie man es denn gut machen könnte. Was sind sozusagen die 3 Grundvoraussetzungen, die man erfüllen müsste, um hier ein gutes Gesetz zu machen für dieses wichtige Anliegen, was hinter dem Gesetz steht? Ich hätte noch eine Frage an Herrn Professor Markgraf. Ein Punkt, der jetzt zum Schluss auch noch mal angesprochen ist, ist die Frage der mobilen Endgeräte, die in der Lage sind, quasi die Vorgaben zu erfüllen. Es wird auch von der Lex Galaxy oder Lex Samsung gesprochen. Was glauben Sie, wie schnell sind andere Anbieter in der Lage, entsprechende Geräte anzubieten? Und wie wäre es aus Ihrer Sicht möglich, auch günstige Endgeräte, die den Zweck erfüllen? Oder glauben Sie, dass am Markt auch günstige Endgeräte vorhanden sein werden, die diesen Zweck ebenfalls erfüllen? So, dann kommen wir jetzt zur Antwort, fangen im Alphabet von vorne wieder an und beginnen mit Herrn Professor Kelber. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hatte 2 Fragen bekommen von Herrn Höferlin und von Herrn von Notz. Ja, es gibt aus meiner Sicht natürlich erstmal naheliegend den Vergleich mit der entsprechenden Mikro noch an. Kleinen Moment, Herr Kelber. Kann das sein, dass Herr Höferlin, der läuft, sein Mikro noch an hat? Nee, irgendwas ist noch an. Gut, jetzt scheint es stiller zu sein, Herr Kelber. Ja, danke schön. Allerdings, der entscheidende Unterschied ist tatsächlich schon die Qualität der Daten. Es geht insbesondere bei den Lichtbilddaten auch um biometrische Daten. Diese haben einen besonderen Schutzbedarf und müssen dementsprechend, gerade auch natürlich bei einer öffentlichen Verwendung, auch entsprechende Schutz- oder Sicherungsmaßnahmen bekommen. Da bin ich ja gefragt worden, wie diese Sicherungsmaßnahmen denn aussehen würden, wenn man nicht ohnehin auf die eigentlich datenschutzrechtlich notwendige Verzicht abzielt, keinen doppelten Datenbestand herzustellen. Dort sind natürlich Maßnahmen wie zum Beispiel eine Protokollierung, die eine entsprechende exakte Nachvollziehbarkeit, wer hat wann aus welchen Gründen gemacht. Man könnte von automatischen Prüfungen, war das ein berechtigter Zugriff, hingehen. Man könnte die Rollen- und Rechtekonzepte entsprechend bewerkstelligen. Alles das wären zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Zugriff aus der Behörde selbst oder von innen Tätern erstellen. Es sind natürlich noch keine Sicherungsmaßnahmen gegen Angriffe von außen. Und auch nicht gegen spätere, dann durch diese technischen Vorkehrungen ja leichteren Erweiterungen der Möglichkeiten. Die Alternative, die ich tatsächlich angeboten hatte, war nicht einfach nur den Status quo, sondern natürlich den Status quo digital gestärkt. Die Kommunen, die ja ohnehin Zugriffsmöglichkeiten auf die Lichtbilder für viele Zwecke anbieten müssen, auch zu der Ebene zu nehmen. So, jetzt hat wieder jemand sein Mikro an. Ich kann es. Herr Höferlin, ich. Jetzt ist, glaube ich, abgeschaltet. Ja, jetzt ist weg. Dass diese Kommunen auch diejenigen sind, die dann mit einer durchaus auch zentral entwickelten Lösung, das wäre auch gut, wenn nicht jeder selbst strickt natürlich,
dann diese entsprechenden Angebote machen kann. Zur zweiten Frage, zur EID selbst, also jetzt nicht zu dieser Erweiterung des Abrufes. Wir hatten Ihnen vorgeschlagen, bereits im Gesetz die kürzere Frist hineinzunehmen und für den Fall, dass es sich als positiv herausstellt, später die gesetzliche Frist erst zu erweitern. Wir brauchen die Regelungen, wenn Daten falsch sind, wenn Geräte nicht mehr in der Verfügungsgewalt sind. Und es wäre natürlich gut, wenn in dem Gesetz auch festgelegt wird, wie hoch die Vertraulichkeitsstufe nach EIDAS zu machen ist. Ein bisschen Angst hat man als Datenschützer, dass später mit der Bequemlichkeit auch ein Absenken der Vertraulichkeitsstufe erfolgen würde. Das wäre ein großer Verlust für die Sicherheit und damit für die dauerhafte Akzeptanz der EID. So, Herr Kelber, vielen Dank. Dann Herr Professor Markgraf. Ja, ich habe zwei Fragen bekommen. Die erste Frage bezog sich darauf, ob die jetzt umgesetzte Technik oder geplante umgesetzte Technik tatsächlich für eine breite Marktabdeckung führt. Ich denke, da gibt es eben immer so zwei Sachen, die man beachten muss. Auf der einen Seite muss es natürlich auch Angebote geben für sichere elektronische Identitäten. Und ich denke, dass im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes, in der er geplant ist, insbesondere die Verwaltung stark zu digitalisieren, da auf jeden Fall sichere Authentifizierungsmechanismen dringend benötigt werden, damit Bürgerinnen und Bürger sich eben ausweisen können und sagen können, ich bin beispielsweise Marian Markgraf. Das ist das eine, das wird kommen. Und natürlich folgt sozusagen oder ist die Idee, jetzt das Mobiltelefon zu nutzen für eine sichere Authentisierung, folgt ja dem Trend, Karten, also auch Sicherheitskarten auf das Smartphone zu bringen, wie zum Beispiel Kreditkarten oder EC-Karten über Apple Pay oder Google Pay, was ja schon passiert. Also das ist etwas, was sich, glaube ich, Bürgerinnen und Bürger wünschen, womit sie sich dann auch zukünftig authentisieren können. Und die Zeit, sage ich mal, auch bei aller Kritik an der Online-Ausweisfunktion, die ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, vor 11 Jahren eingeführt wurde, war wahrscheinlich die Zeit noch gar nicht reif. Ja, es gab noch nicht genug Angebote, wo man sie nutzen konnte. Aber das wird sich eben mit dem Onlinezugangsgesetz ändern. Und ich denke, dass eben das Aufbringen auf das Mobiltelefon die einzige Chance ist, da auch tatsächlich eine breite Marktabdeckung zu erreichen. Die zweite Frage war bezüglich mobiler Endgeräte Sicherheit. Ich stecke sozusagen in dem Markt der mobilen Endgeräte nicht so richtig drin, weiß aber auch, dass sozusagen in dem schon angesprochenen Projekt Optimos zumindest ein Samsung-Telefon genutzt wurde, um eine sichere Umsetzung zu erreichen. Ich kenne jetzt den aktuellen Angriff nicht, freue mich, dass ich da gleich mehr Informationen zu bekomme. Das habe ich ja auch schon gesagt, wesentlich ist eben die Nutzung eines Secure Elements oder eines Sicherheitselements, in denen eben kryptografische Schlüssel sicher gespeichert werden können. Das Gesetz sagt ja, dass das BSI da beurteilen soll, welche Sicherheitselemente für dieses Ding zumindest als sicher gelten, beispielsweise über Zertifizierung. Da arbeitet das BSI gerade dran, das besser einschätzen zu können. Deswegen gehe ich davon aus, dass zukünftig eben mehr Geräte, wo das Sicherheitselement, was in den Geräten verbaut ist, als sicher eingestuft wird. Nicht alle Geräte, das war ja auch Ihre Frage, haben ein Sicherheitselement, gerade nicht im unteren Preissegment, also die können eben dann dafür nicht genutzt werden. Da ist das dann immer eine Diskussion, dass man dann eben nur einigermaßen teure Geräte nutzen kann, aber man will es ja, man will die Lösung ja auch sicher umsetzen. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, eben den elektronischen Identitätsnachweis über eine Karte, zum Beispiel eben über den Personalausweis zu nutzen, den sowieso die meisten Bürgerinnen und Bürger haben. Aber eben nicht nur die Sicherheit des Secure Elements muss umgesetzt sein, sondern auch das Betriebssystem des Smartphones muss eben sicher sein, weil sich da eben Sicherheitslücken, also die sich da ergeben, eben auch auf den elektronischen Identitätsnachweis Auswirkungen haben können. Deswegen habe ich ja vorgeschlagen, also keine Lösung kann zu 100% sicher sein. Ne? Es kann eben immer zu Sicherheitslücken kommen. Aber um das Risiko zu mitigieren,
sollte man eben so ein Schwachstellenmanagement aufbauen, womit, worüber man eben frühzeitig Informationen bekommt, welche Geräte sicher, weiterhin sicher sind bzw. unsicher werden, kann eben dann abschätzen, was hat das für Auswirkungen, um dann eben entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Das ist halt sozusagen das übliche Vorgehen, was man ja heute für IT-Infrastrukturen sowieso machen sollte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann Herr Neumann. Ja, ich beantworte die Frage von Herrn von Notz. Wie macht man es besser? Ich denke, die bezieht sich nicht auf die Biometriedatenbanken. Da ist es relativ einfach. Die lässt man einfach weg. Bei der EID muss man sehen, es handelt sich ja ohnehin hier um einen deutschen Alleingang. Und Identifizierung ist oft gar nicht unbedingt das, was man eigentlich braucht. Was wir in einer digitalen Zukunft viel häufiger benutzen möchten, wäre zum Beispiel eine Signaturfunktion, wäre zum Beispiel eine Verschlüsselungsfunktion und nicht notwendigerweise nur der Nachweis einer Identität, sondern der Nachweis von spezifischen Befähigungen. Also beispielsweise, dass Sie eine Fahrerlaubnis haben, ohne gleichzeitig noch Ihre Adresse und Ihr Geburtsdatum verraten zu müssen. Auf die Idee eines Impfnachweises will ich Sie ausdrücklich gar nicht erst bringen, aber es sollte Ihnen einleuchten, dass Sie sehr viel mehr mit den Methoden der Signatur, mit den Methoden der Verschlüsselung und der Methode spezifische Erlaubnisse nachzuweisen, hier in eine spannende digitale Zukunft sich entwickeln könnten, wo auch sehr viel mehr ermöglicht wird. Dann wäre eben die Kreditkarte potenziell auch nur noch eine weitere Funktion eines Secure Elements, wie sie auch heute schon zur Anwendung kommt. Und auch da verrate ich ja nicht meine Adresse bei der Bezahlung. All das muss natürlich verständlich sein für die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen ist es so wichtig, damit zu beginnen, dass man sich erstmal überlegt, was brauchen wir eigentlich. Und das ist eben nicht irgendwie was mit Handy, sondern das sind konkrete Anwendungsfälle in dem digitalen Leben der Bürgerinnen und Bürger. Das wäre möglich. Man braucht dafür natürlich eine einheitliche, sichere Infrastruktur mittels Secure Element. Das ist aber am Ende auch nur eine eingebaute Smartcard ins Telefon, um das Schlüsselmaterial gegen Diebstahl zu schützen. Und damit ist aber das Bedrohungsszenario noch lange nicht erledigt, weil sich natürlich sehr viele Möglichkeiten bieten, durch Schwachstellen auf den Telefon zum Beispiel an die PINs zu kommen. Da kann ich auch an eine Demonstration des CCC erinnern bei der Einführung der ersten EID, bei der eben mit einfachen Keylogger-Methoden dann die PIN für die EID extrahiert wurde. Und das ist dann quasi etwas, was bei der reinen Betrachtung einer Secure Enclave häufig so ein bisschen out of scope gesehen wird. Jetzt irgendwas zu erfinden, was sich an den technischen Realitäten, die es da draußen gibt, vorbei orientiert, sehe ich da tatsächlich nicht so zielführend. So, vielen Dank. Dann Herr Rehak, bitte. Nein, Quatsch, Entschuldigung, Frau Peters kommt vorher noch. Professor Peters. Ja, danke. Ich habe zwei Fragen bekommen. Die eine Frage richtet sich nach dem ganzheitlichen Entwurf, sofern es den geben kann. Meine Empfehlung wäre dafür, entweder auf die vorhandene EID zu setzen und zu schauen, kann ich Partner aus der Wirtschaft gewinnen, an diesem Vorhaben mitzuwirken und diese ins Boot holen. Die zweite Alternative wäre, mittelfristig eine ganz andere Lösung zu suchen und von der EID sukzessive abzurücken. Die Bundesregierung hat dazu, dass den Innovationswettbewerb sichere nationale Identitäten ausgerufen. Das wäre eine Möglichkeit, eine Lösung, die unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums dort erarbeitet wird, die auch absichtlich schon Akteure aus der Wirtschaft einbindet, hier zu gewinnen und eine neue Identifizierungslösung zu erarbeiten. Die zweite Frage richtete sich auf diesen Zeitraum der Begrenzung der Gültigkeitsdauer. Und da halte ich die, in dem einen Entwurf werden über 5 Jahre gesprochen, in dem anderen auf 2 Jahre abgestellt. Ich halte diese 2 Jahre insofern für einen geeigneten Zeitraum, als dass das der Mindestzeitraum ist, wo marktübliche Smartphone-Hersteller Patches gewährleisten. Und ich würde mich da eher an dem Minimum und nicht an dem Maximum orientieren, um nicht Gefahr zu laufen, dass
Identitätsnachweise auf dem Smartphone gespeichert sind und der Hersteller diese Patches nicht mehr gewährleistet und entsprechend der Nutzer keine Updates mehr fahren kann. Vielen Dank, Frau Peters. Herr Rehak. Vielen Dank für die Fragen. Es freut mich sehr, dass wir so tief in die Materie auch einsteigen können. Erstens die Frage zum Gerätekompass. Also man kann so ein bisschen, die Frage war ja mit dem substanziell, ist das überhaupt möglich oder so, aber das Electronic Secure Element, dieses ESE, dieser ESE-Chip, der ist nach Common Criteria mit EAL 5 Plus zertifiziert, damit ist substanziell möglich. Das war jetzt eine sehr detaillierte Antwort, aber das heißt im Endeffekt, ja, das kann funktionieren, das kann es geben. Und Gerätekompass, naja, aktuell gibt es einen Handyhersteller, das habe ich ja vorhin so ein bisschen angerissen. Das sind die Handys der Modellreihe Galaxy S20, die aber auch nicht alleine auf die Idee gekommen sind, das irgendwie umzusetzen, sondern das ist im Rahmen dieses Optimus 2.0 Projekts des Wirtschaftsministeriums entstanden. Und es gibt auch andere Hersteller, auch große, die da Interesse zeigen würden, aber wie ich schon angerissen habe, das sind auch eher die hochpreisigen Geräte, die das eventuell dann später haben könnten. Und dann gibt es wahrscheinlich auch sowas wie einen Gerätekompass. Der Angriff, der hier die Runde machte, der heißt übrigens ChipChop, wer da jetzt ein bisschen mehr recherchieren möchte, so viel dazu. Dann war die Frage nach den praktischen Hinweisen, sind denn Smartphones dauerhaft sicher genug? Also man muss hier, glaube ich, man darf nicht den Fehler machen zu sagen, weil die Aufgabe so groß ist, fangen wir lieber gar nicht erst an. Dann landen wir nämlich in der Ecke, in der wir nämlich überhaupt gar nicht sein wollen. Wir sind ja auch gerade hier die kritische Technikriege. Wir wollen ja nicht keine Technik, sondern wir wollen es ja gut und richtig machen. Und man kann ja auch parallel die Vorhaben, die jetzt hier in aller politischen Realität und zeitlichen Dringlichkeit gemacht werden müssen, verfolgen und gleichzeitig aber schon mal Projektgruppen aufsetzen, die das mal nachverfolgen und perspektivisch aufziehen und dann gucken, wie können die aktuellen Projekte da noch mit reinpassen. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man muss immer sehen, so eine IT-Landschaft ist natürlich ein Tanker. Und wenn man dann irgendwie am Rad dreht, dann sieht man so zwei, drei Jahre später erst, dass sich was bewegt. Aber wir müssen ja woanders hin, als wir gerade sind. Das heißt, wir brauchen eben eine langfristige Strategie. Und das heißt eben auch nicht wieder T-Systems und SAP zu fragen, was die denn machen würden. Obwohl man sagen muss, bei der Corona-Warn-App haben sie jetzt nicht alles falsch gemacht, ne? Muss man, also Ehre, wem Ehre gebührt. Aber der erste Schritt wäre, welche offenen Standards gibt es denn, um das, was unsere Strategie irgendwie befeuern und unterstützen kann, um die zusammenzusammeln und damit zu hantieren, dass auch nicht so etwas wie das BEA-Desaster entsteht, wo wieder da selber für 36 Millionen was gebaut wird, obwohl es offene Standards gäbe, die genau das gekonnt hätten. Und dann die Frage zu stellen, wie ist das interoperabel mit anderen Projekten und so weiter, wie kann das mit freier Software sein, und damit dann sozusagen diese Infrastruktur auch als öffentliches Gut und nicht als geschlossenes System behandelt werden kann. Das könnte man praktisch sozusagen auf den Weg bringen, in die Richtung zu blicken. Und das kann man machen, Schritt für Schritt. Und ich glaube, die Expertise ist ja auch da. Also es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie als Gesellschaft nicht könnten. Die nächste Frage ging in Richtung Personenkontrolle. Was ist da die Gefahr? Ich möchte hier vielleicht so ein realistisches Szenario kurz umschreiben. Natürlich wird die Identifikation mit dem Smartphone freiwillig sein. Und das werden natürlich auch alle weiter betonen. Aber wir kennen, glaube ich, also zumindest aus den Medien, also ich kenne es aus eigener Erfahrung nicht, weil ich ein teutonisch aussehender Deutscher bin, aber viele Menschen, auf die das nicht zutrifft, haben die Erfahrung, dass man da kurz in eine Personenkontrolle kommt. Und wenn man gerade den Ausweis eben nicht mit hat, dann kann man natürlich mit auf die Wache kommen. Oder man kann es eben auch ganz schnell regeln, dann entsperrt man kurz das Telefon und der Kartenleser, der ist halt leider im Polizeiauto, deswegen muss man kurz das Telefon aus der Hand geben. Und dann merkt man, wie die Freiwilligkeit halt dahin ist, mit dieser einfach praktischen Situation. Und solche Sachen muss man eben mitdenken und die dann eben aber auch rechtlich ganz klar ausschließen, explizit, dass da auch niemand Kreatives im Dienst auf die Idee kommt, da irgend sowas zu formulieren. Solche Sachen kann man da auch mitdenken. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber dieses Szenario wird es viel geben und die wird auch gerade marginalisierte Gruppen betreffen. Dann zu den Metadaten.
Und wer wird auf diese sensiblen Daten zugreifen? Naja, das ist natürlich eine Frage der IT-Sicherheit, aber es ist auch eine Frage des Datenschutzes. Das heißt, für all diese Projekte müssen auch Datenschutzfolgenabschätzungen erstellt werden, die die Betroffenen Fragen und so weiter betrachten, die auch das gesamte System in den Blick nehmen. Und dann muss man eben auch sehen, dass auch die Smartphone-Betriebssysteme, so wie es bei der Antwort vorher auch benannt worden ist, die müssen auch mit in den Blick genommen werden. Das heißt, da müssen manchmal eben auch, wenn man das sicher machen will, das Geschäftsgeheimnis dahinter zurückstehen, dass wir so eine Art von sicherer Infrastruktur haben wollen. Nur als Beispiel, bei der Corona-Warn-App war es so, da hat man eben Apple und Google vertraut, dass sie ihre Arbeit schon richtig machen. Jetzt kam vor ein paar Wochen raus, das Betriebssystem selber, also das Google-Betriebssystem und das Apple-Betriebssystem, die schreiben halt bestimmte dieser IDs in die Logdateien raus. Und es wurde nicht erkannt, weil man gesagt hat, wir vertrauen einfach den Anbieterinnen und Anbietern, also den beiden an dem Falle, die werden das schon richtig machen, haben sie aber nicht. Das heißt, man kann das schon sicher machen, dann muss man aber auch konsequent sagen, was ist die Priorität? Ist unsere Priorität, das gut zu machen? Oder ist unsere Priorität, Unternehmen zu vertrauen, die ein eigenes Interesse haben? Das ist auch okay, aber deswegen sind Sie ja auch hier in der Politik da, die Interessen abzuwägen. Und ich weiß, welche Abwägung ich als Bürger, der so ein System haben möchte, treffen würde. Ganz zum Abschluss noch eine Frage, die mir nicht gestellt worden ist, aber dezentral versus zentral. IT-Sicherheit ist nie absolut. IT-Sicherheit ist immer eine Frage der Relation, das heißt Aufwand und Nutzen. Wenn man jetzt sagt, na, ist es nicht viel besser, das Ganze zentral zu sichern, dann kann man es sehr gut absichern. Ja, dann erhöht sich aber eben auch der Nutzen und damit auch die Lockung. Das heißt, aus Datenschutzsicht ist natürlich sozusagen eine Dezentralisierung auch eine Verringerung der Angriffsfläche. Das heißt, Angriffe skalieren auch nicht mehr. Ne, das ist auch ein IT-Sicherheits-Plus auf der Stelle und ein Datenschutz-Plus auch, nur hinsichtlich Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Vielen Dank für Ihre vielleicht etwas strapazierte Aufmerksamkeit. Wir liegen ja gut in der Zeit. So passt ja alles. So, Herr Schleyer noch. Ja, danke schön. Ich habe eine Frage gestellt bekommen zur IT-Sicherheit bei insbesondere kleineren Kommunen. Ich möchte vorwegschicken, die Frage, ob der Zugriff von Sicherheitsbehörden oder durch andere autorisierte Stellen oder auch im Rahmen von Online-Diensten durch die Bürger selbst auf diese gespeicherten Bilder und Unterschriften erfolgt. Diese Frage stellt sich ja nicht, weil sie bereits heute durch geltendes Recht im Paragraphen 22a des Passgesetzes bzw. 25 des Personalausweisgesetzes normiert ist. Wir gehen also von einem geltenden Rechtszustand aus und die Frage ist ja tatsächlich, die sich jetzt stellt im Rahmen dieses Änderungsantrages. Macht es Sinn, diesen Zugriff weiterhin auf die dezentralen Datenbestände zuzulassen oder zu ermöglichen? Oder ist es besser, hier die Möglichkeit zu schaffen, einen zentralen Zugriff zu ermöglichen? Die Situation ist nun so, ich kann, glaube ich, da die Situation in Bayern sehr gut beurteilen, aber auch im restlichen Bundesgebiet. Bayern ist insofern ein gewisser Sonderfall, gemeinsam mit Baden-Württemberg, als wir hier sehr viele, sehr kleine Kommunen haben. Allein in Bayern hätten wir circa 1380 Personalausweis- und Passbehörden, die hier entsprechend sich ausrüsten müssen. Wenn wir den Zustand betrachten, dann ist es ja schon ein Unterschied, ob diese Kommune den Zugriff auf ihre Bestände ermöglichen muss und entsprechend absichern muss, auch die entsprechenden Zugriffsprotokollierungen durchführen muss, die Rollen- und Rechtekonzepte pflegen muss, oder ob die Kommunen tatsächlich an eine dezidierte Stelle diese Daten liefern und an dieser Stelle dann diese IT-Sicherheitsvorkehrungen wahrgenommen werden müssen. Ich gebe Herrn Rehag recht. Das ist letztendlich eine Abwägung von verschiedenen Bedrohungsszenarien bzw. auch der zu erwartenden Störwirkbreite. Natürlich ist es richtig, dass es weniger Schaden anrichtet, wenn beispielsweise der Zugriff auf ein Pass- oder Ausweisregister einer Kommune mit 5000 Einwohnern erfolgt, als wenn tatsächlich ein erfolgreicher Angriff auf ein zentrales Landesregister erfolgen sollte. Dennoch ist es so, dass natürlich auch da die Größe
durchaus unterschiedlich sein kann und die Aufwände, um das zu gewährleisten in der Fläche, natürlich entsprechend hochskalieren. Heißt mit anderen Worten, wenn wir die gesamten 5.500 Personalausweis- und Passbehörden in Deutschland betrachten und von ihnen erwarten, dass dasselbe Schutzniveau erreicht wird, haben wir natürlich deutlich höhere Kosten, als wenn wir eine zentrale Speicherung jeweils pro Land entsprechend absichern wollten. Natürlich federn die IT-Dienstleister in den Ländern dies teilweise ab. Wir haben nicht die Situation, dass alle Kommunen sich vollständig selbst auf eigene IT-Systeme verlassen. Aber auch wieder Blick nach Bayern. Von den 1380 Pass- und Personalausweisbehörden sind nur knapp die Hälfte mit ihrer IT in einem Rechenzentrum. Die andere Hälfte bewerkstelligt dies nach wie vor autonom vor Ort. Ich könnte jetzt sagen, im Keller des Rathauses. Und die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, ist für diese Kommunen heute schon eine erhebliche Herausforderung. Und je sensibler die Daten werden, und da sind wir uns ja nun alle einig, dass es sich bei den biometrischen Daten um hochsensible handelt, umso schwieriger wird das dann auch durch diese Kommunen zu leisten. Bei den Melderegistern, um diese Parallele dann doch herzustellen, handelt es sich natürlich schon um weniger sensible Daten. Aber auch hier haben wir beispielsweise in den zentralen Registern Sperrvermerke zu berücksichtigen. Wir haben Bedrohungen von Leib und Leben zu berücksichtigen. All das ist auch heute schon, sind hochsensible Daten in den zentralen Melderegistern, die hier abgesichert werden. Wir haben beispielsweise auch die Verpflichtung zur physikalischen Trennung der Datenbestände nach Meldebehörden, die wir entsprechend durchführen. Und derartige Vorschriften wären dann auch selbstverständlich im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren für die zentralen Landesregister an den die jeweiligen Landesgesetzgeber als Forderung zu erheben. Ich glaube, dass wir mit den Systematiken der Protokollierung der Zugriffe, der entsprechenden Zugriffs- und Rollenkonzepte tatsächlich die Expertise bei den Betreibern der heutigen zentralen Meldedatenbestände haben, um das auch sicher für die entsprechenden Register für die biometrischen Daten und die Unterschriften sicherzustellen. So, das heißt, wir kommen noch zu einer weiteren Fragerunde. Wir können das auch auf noch 35 Minuten im ganz normalen, üblichen Modus machen. Ich hätte jetzt noch auch eine Frage oder zwei Fragen an Herrn Professor Markgraf. Einmal diese Gültigkeitsdauer von 2 Jahren, wie Sie und 5 Jahren, wie Sie das bewerten. Mit den 2 Jahren scheint ja durchaus sinnvoll zu sein, also jetzt aus meiner Sicht. Und eine Verständnisfrage zu dem, was Herr Rehrack gesagt hat. Egal, wie man jetzt so einen elektronischen Identitätsnachweis ausgestaltet, in dem Moment, wo sich das auf meinem Smartphone befindet, ist ja immer die Frage, ich komme jetzt in eine Personenkontrolle und mich kontrolliert die Person XYZ und wir wissen, wer ich bin, und ich zeige meinen elektronischen Identitätsnachweis, egal wie der ausgestaltet worden ist, in dem Moment, wo er sich auf meinem Endgerät befindet. Ist das immer nur möglich, wenn dann sozusagen das gesamte Gerät entsperrt wird, einfach mal technisch gefragt, oder könnte man das grundsätzlich auch so ausgestalten? Man kann ich ja mit dem Smartphone auch machen, dass ich Fotos mache, ohne dass gleich mein ganzes Gerät entsperrt wird. Aber funktioniert das in dem Fall immer nur, egal wie man es ausgestaltet, eben so, dass das Gerät entsperrt wird? Wenn das so ist, dann ist das ein Dauerproblem. Dann käme ich aber nur zu dem Ergebnis, ich werde nie einen elektronischen Identitätsnachweis auf meinem Gerät, egal in welcher Form, so hinbringen, dass ich nicht mein Gerät entsperren muss. Das heißt, ich muss meinem Gegenüber dann vertrauen, falls ich ihm das Gerät in die Hand drücke, so wie wenn ich mein Flugticket drauf habe, dass er eben nicht weiter auf meinem Handy nachschaut, weil das dürfte er nicht. Oder könnte man es rein theoretisch auch so programmieren, technisch so ausgestalten, dass man sowas tatsächlich vermeiden könnte? Das ist einfach mal eine Frage, die mich jetzt interessiert. So,
Dann kommen wir jetzt noch, Herr Oster, noch eine Frage oder zwei? Ja. Ja, mach, dann mach. Auf. Gerne. Gerne. Also ich will vielleicht einen Hinweis noch mal geben, weil wir jetzt viel über diese Datenbanken auf Bundesländerebene gesprochen haben. Da ist es mir doch noch mal wichtig zu verdeutlichen, das ist ja keine Initiative oder kein Gedanke, den sich irgendein Ministerialbeamter ausgedacht hat, sondern das war ja der ausdrückliche Wunsch gleich mehrerer Bundesländer, diese Möglichkeit jetzt zu schaffen. Also diese Initiative kommt ja gar nicht aus Berlin, sondern die kommt ja aus den Bundesländern heraus. Das sollte nicht ganz vergessen werden. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Markgraf noch. Jetzt sind wir ja zugegebenermaßen nicht die Ersten, die mit elektronischen Identifikationslösungen an den Markt gehen. Wie bewerten Sie unsere Lösung, die wir jetzt hier vorhaben, im Vergleich, was Nutzerfreundlichkeit und was Datenschutz anbetrifft, im Vergleich zu anderen Ländern, die solche Lösungen schon haben? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Und noch eine Frage an Herrn Schleyer. Herr Schleyer, das Ganze ist ja ein elementarer Baustein auch im Zusammenhang mit dem OZG, mit dem Onlinezugangsgesetz. Und unser Ziel ist es ja, mit dieser EID nicht nur das Onlinezugangsgesetz in die Breite zu tragen, sondern möglichst auch private Anbieter mitzugewinnen. Nur dann kann es ein Erfolg werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Auch da hätte ich gerne noch mal eine Einschätzung von Ihnen gehört, wie Sie das von den Chancen her einordnen, dass dieses Ziel sowohl in Bezug auf OZG als auch auf die Privatwirtschaft gelingen kann. Vielen Dank. Dann wäre jetzt Herr Schulz an der Reihe. Hat die AfD noch Fragen? Nein, keine Fragen mehr. Vielen Dank. Danach Herr Lind. Ja, vielen Dank. Erstmal muss ich ja doch dem Ausdruck verleihen, dass ich immer die geistige Frische des Kollegen von Notz sehr schätze. Wir aber etwas abweichende Akzentsetzung in Bezug auf parlamentarische Demokratie offensichtlich vornehmen. Also nach meinem Verständnis ist es nicht eine besondere Leistung, sondern gerade Aufgabe der Opposition zu opponieren und in Frage zu stellen, weswegen wir ja auch bei Anhörungen und Quorum von 25% der Mitglieder des federführenden Ausschusses haben. Also insofern wird man nur der Aufgabe gerecht als Opposition, wenn man nachfragt. Neben diesem Aperçu aber zwei Punkte zur vielleicht auch Legendenklärung. Kollege Oster hat das so zurückhaltend genannt und wir waren jetzt sehr stark auf Bayern bezogen. Und wir als SPD-Fraktion haben auch keinen Grund, das BMI unkritisch zu betrachten, sondern machen das ja durchaus immer kritisch. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass unter anderem eine Stellungnahme des Landes Thüringen vorliegt im Rahmen des Verfahrens der Beteiligung der Länder in Bezug auf die Verordnung. Und dort ist explizit, ich zitiere, darauf verwiesen, ein Aufbau zentraler Strukturen ist den Ländern auch in Ermangelung einer Regelung analog Paragraph 55 Absatz 2 und 8 Bundesmeldegesetz damit rechtlich nicht möglich, Einschätzung zu Thüringen. Und dann wird die Forderung erhoben einer seitens des Bundes einheitlichen Umsetzung der PPDAV, also der Verordnung in den Ländern sicherzustellen und einen länderübergreifenden Datenabruf in der Praxis zu gewährleisten. Und dann wird im Folgenden sogar auch noch die Forderung erhoben einer Sicherstellung, dass ein Abruf auch bezüglich der Lichtbilder früherer und zwischenzeitlich ungültiger Pässe und Personalausweise möglich sein sollte. Also es gibt durchaus auch diverse Länder, die diese Forderung erhoben haben. Es ist nicht allein Bayern. Das fand ich nochmal wichtig, auf dieses Detail hinzuweisen. Die Fragen wären jetzt zum einen jetzt an Herrn Schleyer nochmal. Es wurde einerseits in den Stellungnahmen deutlich gemacht, dass es kaum anscheinend oder scheinbar Bedarfsfälle gäbe, also relativ wenige automatisierte Abrufe. Können Sie das präzisieren bzw. mögliche Gründe dafür nennen, weil wir ja da so changieren zwischen mangelndem Interesse, aber auch vielleicht mangelnder technischer Möglichkeit. Da bräuchten wir vielleicht noch etwas Erhellung. Und zum Zweiten, ein Punkt, der bisher noch gar nicht zum Tragen kam, an Frau Professor Peters. Sie erwähnen in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass Sie Bezug nehmend auf die Evaluierung das Ziel für zu wenig ehrgeizig halten und eine Steigerung der Identifizierungsvorgänge nicht um 50%, sondern um 200% für notwendig halten würden innerhalb von 5 Jahren unter besserer Nutzung von Skalen und Verbundeffekten. Könnten Sie Hinweise geben, wie das umsetzbar und erreichbar wäre? Ja, Herr Lind, vielen Dank. Dann Herr Höferlin. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich bin da. Wenn er noch da ist, jawohl.
Vielleicht können die Kollegen Lind und von Notz im Nachgang zu dieser Sitzung einen Kraftbeitrag zum Thema parlamentarische Pflichten und Rechte aus Sicht von Opposition und Koalition schreiben. Ich wäre dann bereit, den Vorwort zu liefern. Ich habe zwei Fragen nochmal an Herrn Professor Kelber. Vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen zu den Grundlagen und zu den Fragen am Anfang. Wir haben jetzt einiges dazu gehört, dass im Prinzip derzeit das einzige EID-fähige Gerät, mit dem sowas verbaut werden kann, derzeit gerade gehackt wurde. Für zentrale Datenbestände mit biometrischen Daten ergeben sich dann ja nochmal potenzierte Sicherheitsrisiken. Also wenn man das nachher auf vielen Geräten bereithält, welche grundsätzlichen Gefahren ergeben sich denn aus dem Aufbau von den Spiegelpassregistern auf Landesebene und welche Begründung bräuchte es für den Aufbau und für die Notwendigkeit solcher zentraler Landesstrukturen aus Ihrer Sicht, wenn die sich überhaupt begründen lassen oder wenn es Alternativen gäbe? Und die zweite Frage zum Sicherheitsniveau der EID und der mobilen Endgeräte haben wir jetzt ja einiges gehört. Und auch zu der Tatsache im Prinzip, dass das EID-Gesetz nichts dazu vorsieht. Welches Vertrauensniveau nach der EIDAS-Verordnung sprechen Sie sich für die EID auf den mobilen Endgeräten aus, beziehungsweise welches Vertrauensniveau wäre denn den bisher getroffenen Sicherheitsvorkehrungen im vorliegenden Gesetzentwurf überhaupt möglich? Herzlichen Dank. So, Herr Höferlin, vielen Dank. Sehen tun wir Sie nicht, wir haben Sie nur gehört. Aber ich nehme an, dass ja, hier ist, mein Handy ist leider zu sicher. Ah, ja, nee, alles für Gut. Sie sind halt jetzt ganz schwarz, aber das macht ja nichts. So, jetzt kommt dann Frau Pau. Ja, wie so oft, Herr Höferlin hat meine Fragen mehr oder weniger schon gestellt. Deshalb nur noch mal eine Nachfrage an Herrn Rehak zum Änderungsantrag. Also ich habe Sie so verstanden, dass Sie genauso wie ich eigentlich der Auffassung sind, dass der verzichtbar ist. Aber vielleicht können Sie noch mal komprimiert die Gefahren, die von den dort vorgesehenen Regelungen ausgehen, noch mal komprimiert aus Ihrer Sicht darstellen. So, und Herr von Notz. Ja, ich habe nur noch eine Frage zur Biometriedatenbank an Herrn Neumann noch mal. Biometriedatenbank klingt ja irgendwie immer freundlich, sogar bio irgendwie. Deswegen die Frage, was bedeutet das eigentlich konkret, eine Biometriedatenbank, eine zentrale, was für Daten gehen da rein? Gab es in dem Bereich in den letzten Jahren Hacks und was kann man mit Biometriedaten so alles machen? Und vor allen Dingen, wo liegt der Unterschied zu Passwörtern und Ähnlichem? Also was ist das besondere Problem bei Biometriedaten? Vielen Dank. So, dann geht es jetzt im Alphabet rückwärts und wir beginnen mit Herrn Schleyer. Die Frage, die mir gestellt wurde, ist, ob wir erwarten, dass durch die Möglichkeit, die EID auf das Handy zu bekommen, auch eine gesteigerte Nutzung in den Verwaltungsverfahren oder auch durch private Anbieter zu erwarten hätten. Ich glaube, dass tatsächlich die Frage der Authentifizierung nach wie vor eine Hürde darstellt, die nicht zu unterschätzen ist. Und wenn man diese Hürde kleiner macht und beispielsweise eben durch die Nutzung des Smartphones dann auch diese Hürde abbaut, dass man dann auch eine verstärkte Inanspruchnahme bekommen wird. Ich kann Ihnen dazu eine Erfahrung mitteilen, die wir im Rahmen der internetbasierten Kfz-Zulassung gemacht haben. Es ist so, dass diese Funktionalität der internetbasierten Kfz-Zulassung nach wie vor bis zum Ausbruch der Pandemie sehr, sehr zurückhaltend in Anspruch genommen wurde. Und ein wesentlicher Punkt ist ganz offensichtlich, dass für alle substanziellen Vorgänge, die im Rahmen dieser IKFZ-Thematik vorgenommen werden mussten, die Nutzung des Personalausweises obligatorisch ist. Das hat sich auch gezeigt, als die
Kfz-Zulassungsstellen dann flächendeckend geschlossen waren, dass die Nutzung nicht wesentlich sich erhöht hat. Dann kam es zu einer Freigabe an die Kfz-Zulassungsstellen, diese EED-Funktion rauszunehmen und durch Benutzername Passwort zu ersetzen und eine Kopie des Personalausweises nachzureichen als Authentifizierung. Und tatsächlich von einer Woche auf die andere ist die Nutzung dieses Dienstes ums beinahe 20-fache gestiegen. Das heißt also, die Hürde, sich mit dem neuen Personalausweis, mit der EED-Funktion dort auszuweisen, war tatsächlich so hoch, dass selbst bei dem Druck der geschlossenen Kfz-Zulassungsstellen zunächst keine höhere Inanspruchnahme des Online-Dienstes erfolgt ist. Wenn man es also schafft, diese Hürde geringer zu machen, ohne die Sicherheitsanforderungen der Authentifizierung aufzugeben, und das verspricht der Gesetzentwurf durch die Übertragung auf das Smartphone, dann glaube ich sehr wohl, dass auch eine erhöhte Nutzung der Dienste erfolgen wird, die heute noch eine Authentifizierung mit dem neuen Personalausweis erfordern. Was die privaten Anbieter betrifft, da teile ich allerdings die heute schon mehrfach geäußerte Einschätzung, dass es dazu noch einer erheblichen Kampagne bedarf, beziehungsweise sanften Drucks auf auch die insbesondere Kreditwirtschaft, die von Anfang an seit Einführung des, der EED-Funktion des neuen Personalausweises sich hier äußerster Zurückhaltung geübt hat und lieber auf die eigenen Systeme der Authentifizierung gesetzt hat. Und ich glaube schon, dass es ein Angebot wäre, jetzt insbesondere für die Kreditwirtschaft auf diese doch etwas teilweise antiquiert anmutenden Authentifizierungssysteme zu setzen, wie zur Postfiliale gehen zu müssen oder irgendwelche fremden Menschen ins eigene Wohnzimmer blicken zu lassen, um sich zu authentifizieren. Insofern, die Chance besteht hier allemal nach meiner Meinung. Warum werden die Abrufmöglichkeiten, die heute schon kodifiziert sind, so wenig genutzt? Ganz einfach, weil es diese nicht gibt. Diese Speicherung, die Zugriffe auf die passend Ausweisbilder sind schlichtweg nicht möglich. Die entsprechenden technischen Voraussetzungen wurden nie normiert. Man hat sich darauf nicht einigen können. Das heißt, das findet de facto eigentlich nicht statt. Und dazu kommt noch eins. Man muss sich vor Augen halten, dass die einschlägigen Vorschriften des Passgesetzes und des Personalausweisgesetzes den automatisierten Abruf durch die Sicherheitsbehörden unter einen ganz wesentlichen Vorbehalt stellen, nämlich dass zum Zeitpunkt des Zugriffs auf das Bild die Pass- und Ausweisbehörden auf andere Weise nicht erreichbar sind. Das heißt also, hier ist die Zugriffshürde schon sehr hoch gelegt, was nicht heißt, dass kein Bedarf bestünde, sondern tatsächlich ist die Frage, welche Voraussetzungen überhaupt zu erfüllen sind, dass dann ein solcher Abruf erfolgen kann. Heute kann der Abruf de facto nicht erfolgen, denn die Pass- und Ausweisbehörden sind dazu gar nicht in der Lage. Herr Schleyer, vielen Dank. Dann Herr Rehak. Herzlichen Dank. Es ging ja bei der ersten Frage dabei um die Ausgestaltung der EID auf dem Smartphone insgesamt. Es ging dabei um diese Personenkontrolle und Entsperrung. Das war der Hintergrund der Frage. Also diese Kamera ist ein gutes Beispiel, wo man quasi so einen Teilzugriff auf so ein Smartphone geben kann. Das kann man schon so bauen. Aber das ist natürlich so eine Frage. Es gibt genug sozusagen IT-Sicherheitsangriffe, die auch bei gesperrten Geräten, die eingeschaltet funktionieren, dann verbindet man da halt so ein USB-Gerät und dann sagt das Device, ach, ist ja toll, ich würde dich gerne auslesen oder dann gibt es sich als Tastatur aus oder so. Da gibt es ziemlich viele Angriffsvektoren, die da trotzdem, auch wenn das Gerät gesperrt ist, die im Moment einfach wenig Rolle spielen, weil keine hoheitlichen Aufgaben damit verbunden sind und deswegen auch weniger interessant ist. Ich würde aber denken, an dieser Stelle gibt es eben auch keinen technischen Fix, dass man jetzt einfach sagt, wir wollen mehr IT-Sicherheit und dann geht es schon.
eher würde man sowas, wenn man sowas möchte, organisatorisch oder organisational sicherstellen. Das heißt, die Lesegeräte, die müssen dann halt zum Beispiel mobil sein und der Prozess muss ausschließlich durchgeführt werden, ohne dass die Betroffenen ihr Gerät aus der Hand geben müssen. Das ist die einzige Möglichkeit, ansonsten kann das eben nicht gemacht werden und das muss dann eben auch organisational in den entsprechenden Behörden, die das können, auch so kommuniziert werden, dass die selber auch nicht auf die Idee kommen oder sich damit sogar, ich weiß nicht, strafbar machen, wenn sie das machen. Und es ist ja auch nicht neu, also der NPA, den wir haben, den darf man auch nicht aus der Hand geben. Das ist rechtlich so geregelt. Also immer, wenn irgendeine Garderobe sagt, wir würden gerne hier als Pfand das nehmen, das ist illegal. Da muss man, kann man dann eben sagen, ich berufe mich auf das Ausweisgesetz, ich darf den nicht aus der Hand geben. Und so müsste man das da eben auch machen. Also in die Richtung müsste man da denken, wenn man das will. Der Punkt 2 war die Gefahren der zentralisierten Biometriedatenbank. Da hat Linus Neumann in seinem Eingangsstatement schon viele Sachen aufgezählt. Das wird ja zum Glück hier auch gestreamt und recorded. Da lohnt es sich auf alle Fälle noch mal reinzuhören. Ich will das jetzt nicht so an Beispielen aufziehen, sondern noch ein bisschen einen größeren Hintergrund mit reinziehen. Und zwar Zentralisierung ist natürlich immer Informationsmacht. Und gerade in staatlichen Händen ist das eine Informationsmacht, der auch eine reale Macht folgen kann. Insgesamt ist Datenschutz immer eine Frage von Machtasymmetrien, so wie bei so freiheitlichen Staatsüberlegungen immer das eine Frage ist von Machtasymmetrien. Also es hat ja einen Grund, warum irgendwie die Verkehrspolizei keine schwere Bewaffnung hat. Einfach weil wir minimale Rechte immer geben, um die Erfüllung der Aufgaben sicherzustellen und nicht mehr. Das heißt, ich muss da jetzt mal so als Grundrechtspatriot auch einfach mal in die Offensive gehen und sagen, ich muss doch nicht begründen, was die Gefahr dieser biometrischen Daten, worin die besteht, sondern die diese Datenbanken aufbauen, sollen mir doch mal begründen, wozu das zunutze ist. Das heißt, das Verhältnis muss sich umdrehen an der Stelle. Und da kann ich dann auch leider nicht mit Herrn Schleyer mitgehen und sagen, dass das primäre Argument ein finanzielles sein kann. Demokratie ist halt auch teuer. Das, was wir hier machen, kostet auch. Wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, sozusagen unser erstes Sparziel heißt, die Ausschüsse müssen weniger werden. Also das ist quasi, auch wenn es teurer ist, wenn das dem Zwecke dient, eine sichere Infrastruktur aufzubauen, dann sollen wir das machen. Aber im Fall, wie gesagt, mit der Biometrie, das Lassen ist die beste Möglichkeit. Und man kann jetzt auch nicht sagen, naja, die Begründung für diese Zusammenführung jetzt ist ja das Gesetz von 2017 und dann 2017, den Zugriff begründet man damit, dass die Daten ja da sind, damals von 2006. Wir müssen uns ja erinnern, die Begründung damals für die Biometrie war die Fälschungssicherheit. Wobei auf eine kleine Anfrage die Bundesregierung gesagt hat, dass von 2001 bis 2006 insgesamt 6 Fälle aufgetaucht sind. Da frage ich mich dann doch, anfangs war eine Lüge als Begründung oder eine kleine Ungenauigkeit und die wurde festgeschrieben und jetzt baut man auf dieser Sache so lange wieder Systeme auf, bis keiner mehr weiß, was eigentlich die ursprüngliche Voraussetzung war, warum man das gemacht hat. Und das müssen wir aber tun. NSU 2.0 ist ein Beispiel und so weiter. Also das ist, Menschen können ihr Gesicht nicht wechseln und das ist das Problem bei Biometrie. Und deswegen muss man immer die Frage stellen, warum. Und diese Frage wurde hier, zumindest mir bekannt, noch nicht beantwortet, warum das überhaupt sinnvoll ist, um dieses Risiko für Bürgerinnen und Bürger einzugehen. Dankeschön. Ich muss mal ganz kurz, wenn ich darf, Frau Vorsitzende, eine Zwischenfrage stellen, weil jetzt mehrfach ein Sachverhalt genannt wurde, der so meines Erachtens nicht richtig ist. Also meines Wissens ist zum Beispiel die Polizeikontrolle überhaupt keine Funktion der EID. Das wird gar nicht sozusagen eine Funktion sein, die EID hat. Da werde ich weiterhin meinen physischen Personalausweis für brauchen. Also nur weil das jetzt mit Handy aus der Hand geben und so weiter, das wird keine Funktion sein dieser EID. Und deshalb wird das auch nicht das Problem sein, was Sie da jetzt mehrfach geschildert haben. Ich glaube, es war vorher so, dass man gesagt hat, ich habe den gerade nicht dabei. So habe ich es nämlich verstanden und versuche mich anders zu legitimieren. So hatte ich das vorhin von Herrn Rehak. Ja, genau. Also ich glaube, die Polizei kann das gar nicht auslesen. Aber ja, also es ging ja darum, glaube ich, es aufzumachen und zu zeigen. So hatte ich das. Genau, man kann das ja auch. Ne, wir wissen ja, die Realität ist meistens sehr viel schmutziger als die Regeln und man kann ja. Naja, es ist formal und das Informale. Der Fall, der war ja klar. Ich stehe genau. Irgendwo. Ich habe meinen Ausweis nicht dabei. Ich will es jetzt loswerden. Ich versuche mich anderweitig auszuweisen. Das war die Überlegung, die ich jetzt nicht ganz von der Hand weisen kann, dass man mal auf die Idee kommt, dass so ein Fall eintreten kann. Und deswegen wollte ich ja wissen, kann man sowas jetzt irgendwie generell schützen. Absolute Sicherheit gibt es nie, aber dieser
konstruierte, aber aus meiner Sicht nicht völlig fernliegende Fall, dass jemand so versucht, sich der Sache zu entledigen. Und vielleicht ein Satz dazu. Wenn wir uns da alle einig sind, finde ich, dann kann man genau das ja auch rechtlich ja, so genau. explizieren. Dass man es nicht darf. Dass das auch wirklich so bleibt und so. Aber schön wäre es, wenn man es trotzdem gar nicht erst... wäre auch manchmal bei Flugtickets ganz schön, wenn man es aufmachen könnte, ohne dass man gleich das ganze Handy offen hat. So sage ich es jetzt mal salopp. So, Frau Peters. Stimmt's? Jawohl, Frau Peters ist dran. Danke sehr. Ja, ich möchte auf die Frage von Herrn Lind Bezug nehmen zu dem Evaluationsziel. Und zwar empfiehlt der, heißt es im Gesetzesentwurf, man möchte anhand von einer 50-prozentigen Steigerung in einem 5-Jahres-Zeitraum den Erfolg dieser Gesetzesänderung erheben. Und ich halte diese 50% doch für ein relativ wenig ambitioniertes Ziel, da wir von einem niedrigen Plateau im Status quo ausgehen. Das Onlinezugangsgesetz mit den maßgeblichen über 575 Leistungen tritt erst nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr sogar erst in Kraft. Und dann haben wir erst das größere Angebot. Das große Angebot werden wir sehen. Darüber hinaus geht es darum, wir haben es ja hier mit so einem Henne-Ei-Problem, sagt man umgangssprachlich, dazu zu tun. Also anbieterseitig haben wir wenige Angebote. Das zieht nach sich, dass wenige Nutzer diese wenigen Angebote nutzen und eins bedingt das andere. Das heißt, wenn wir erstmal mehr Angebote schaffen, und das können wir maßgeblich nur durch private Partner, dann kriege ich auch eine höhere Durchdringungsbreite des Marktes und bekomme mehr Nutzer. Und diese mehr Nutzer ziehen wiederum neue Angebote nach sich. Danke. Vielen Dank. Dann Herr Neumann. Ja, ich beantworte die Frage von Herrn von Notz nach der Bedeutung und dem Wesen der Biometrie. Sie wissen, Biometrie sind eindeutige Merkmale des Körpers, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen zwei Menschen so unterschiedlich sind, dass man davon ausgeht, dass sie für jeden Menschen einzigartig sind. Und was diese biometrischen Systeme machen, sie arbeiten mit einer mathematisch-geometrischen Repräsentation dieses biometrischen Merkmals, können also Fingerabdrücke sein, in diesem Fall eben Gesichter. Wir wenden die Biometrie zu zwei Zwecken gerade an. Und das ist einmal der Zweck der Authentifizierung und andererseits der Zweck der Identifizierung. Und das sind zwei fundamental unterschiedliche Anwendungsgebiete. Bei der Authentifizierung verwenden wir die Biometrie im Interesse der Person, zum Beispiel zum Entsperren ihres iPhones oder ihres Android-Gerätes. Wobei man da schon sieht, dass die Biometrie eigentlich nur als zweiter Faktor geeignet wäre. Und das ist auch das, was mich an diesem System so eignet. Sinnvoll wäre es, wenn man sie mit dem Passwort kombinieren könnte. Wenn man also sagt, okay, du musst mein Gesicht haben und mein Passwort kennen. Also eine starke Zwei-Faktor-Authentifizierung. Der zweite Anwendungsbereich ist eben die Identifizierung von Personen. Und das geht nun mal leider auch gegen die Interessen der Person und ohne ihr Wissen, was gerade bei der Gesichtsbiometrie das große Risikofeld ist. Und das Problem ist, dass wir gerade beides haben. Also wir gewöhnen uns einerseits daran, mit Fingerabdrücken und Gesichtern in alle möglichen kritischen technischen Systeme reinzukommen und rollen gleichzeitig diese Datenbanken aus, in der diese Infrastruktur quasi diese als Identifizierungs- und Authentifizierungsmerkmal genutzten biometrischen Daten sammelt. So, was ist das Problem bei der Authentifizierung? Sie kennen das Beispiel von den Passwörtern, auch wenn Sie es im Zweifelsfall zu 60-70% unter Ihnen nicht umgesetzt haben. Das größte Risiko ist die Wiederverwendung, weil wenn Sie dann ein Passwort verlieren, dann verlieren Sie direkt den Zugang zu mehreren Accounts. Bei der Biometrie ist es leider so, die wird man nicht los und die kann man auch nicht ändern, beziehungsweise es ist sehr teuer. Das ist auch die Erfahrung, die der ehemalige Innenminister Wolfgang Schäuble ja schon gemacht hat, als wir seinen Fingerabdruck veröffentlicht haben. Man versucht es noch mit anderen Merkmalen wie den Gesichtern, wen muss dann in der Hand, also teilweise Merkmale, die zumindest nicht ganz so offensichtlich getragen werden wie Gesichter, die aber trotzdem einfach klonbar sind, weil quasi ihre Repräsentation auch gleichzeitig zeigt, was man dem Sensor vorgaukeln muss. Wir beim Chaos Computer Club machen das als Hobby. Jan Chrysler, bekannt als Starbuck, ist eines unserer Mitglieder, das sehr viel
in diesem Bereich macht. Inzwischen, also die Sensoren austricksen mit einfachen Attrappen. Inzwischen gibt es auch eine ganze Reihe an privatwirtschaftlicher Horrorszenarien, Clearview AI und PIM-Eyes, also Systeme, die biometrische Massenerkennung in Fotos, teilweise in Videos sogar schon anbieten. Stellen Sie sich die Folgen vor für Demonstrationen unter Vermummungsverbot in Deutschland nach Ende der Pandemie, für Stalking, für Massenüberwachungstechniken. Und diese Systeme werden ja immer weiter zentralisiert. Sie kommen ja niemals hier irgendwie an und sagen, hören Sie, wir haben hier was, wir haben uns überlegt, wir dezentralisieren das, um das ein bisschen sicherer zu machen. Sie kommen immer nur an und wollen alles auf einen Haufen werfen und einfacher zugreifbar machen. Also werden natürlich auch solche Südkreuz-Systeme zusammengeschlossen. Und dann ist der Bahnhof Südkreuz irgendwann überall. Und die Datenbank, die die Bewegungen feststellt und zentral speichert, das ist dann auch eine und nicht überall eine andere. Und diese Mischung aus Authentifizierungs- und Identifikationsmerkmal und dass genau dem keine Rechnung getragen wird, das macht die Missbrauchsszenarien nur umso schlimmer, weil beispielsweise es bei insbesondere schlechten Face-Sensoren relativ einfach möglich ist, mit einem biometrischen Foto auch einen Klon zu bauen, um ein Gerät zu entsperren und umgekehrt. Deswegen engagieren wir uns als Chaos Computer Club im Bündnis Reclaim Your Face für eine europäische Bürgerinneninitiative, um insbesondere die biometrische Massenüberwachung in ihre Grenzen zu weisen. So, vielen Dank. Dann Herr Professor Markgraf. Ja, ich habe drei Fragen bekommen, zwei von Ihnen, die ich zuerst, Frau Lindholz, erstmal beantworte, zur Gültigkeitsdauer von 2 beziehungsweise 5 Jahren. Also die Idee dahinter ist ja, von 5 Jahren auf 2 Jahre runterzugehen, dass man nicht annimmt, dass die Smartphones 5 Jahre lang sicher sind, um den Identitätsnachweis sicher umsetzen zu können. Das kann allerdings auch schon nach 1,5 Jahren passieren, deswegen gebe ich nochmal meinen Punkt mit dem Schwachstellenmanagement ein. Also man muss eben frühzeitig erkennen, welche Geräte Schwachstellen haben, die dann eben auch die Sicherheit des elektronischen Identitätsnachweises beeinflussen und muss die dann auch ausschalten. Also eine feste Zeit, aber ich kann auch sagen, ich plädiere dafür, von 5 auf 2 Jahre runterzugehen. Nichtsdestotrotz braucht man immer noch das Schwachstellenmanagement. Zu Ihrer zweiten Frage mit der Personenkontrolle, ich glaube, das hat sich in der zwischenzeitlichen Diskussion schon so ein bisschen erledigt. Ich würde da trotzdem noch mal 2 Sachen zu sagen. Also dem Gesetzentwurf ist nicht zu entnehmen, dass die Polizeien eben diesen elektronischen Identitätsnachweis auch nutzen. Sie können das auch technisch gar nicht, weil sie kein Berechtigungszertifikat bekommen, wenn das sozusagen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist oder erlaubt ist. Deswegen geht das gar nicht. Und als das Ding als Sichtausweis sozusagen zu machen, ergibt ja gar keinen Sinn. Ne? Also so einfach nur ein Foto zu zeigen vom Personalausweis, das bringt, glaube ich, nicht viel. Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich zukünftig überlegen, ob man für solche, ob man Smartphones nicht auch für solche Einsatzzwecke nutzt. Da gibt es durchaus auch Möglichkeiten, das eben so zu machen, dass das Smartphone vom Nutzer gar nicht mit einer PIN oder irgend sowas freigeschaltet werden muss, sondern zum Beispiel über die NFC-Schnittstelle, das wäre dann eben nur eine Einfaktor-Authentisierung, aber über die NFC-Schnittstelle zumindest die Daten ausgelesen werden können, wenn ein entsprechendes Berechtigungszertifikat für so ein Szenario da ist. Also technisch wäre das möglich. Und dann zur Frage von Herrn Oster zur Bewertung der Lösung hinsichtlich Benutzbarkeit und Datenschutz. Also für die Benutzbarkeit auch gerade im Vergleich zu anderen Lösungen, europäischen Lösungen. Das Thema Benutzbarkeit, da ist natürlich ein wesentlicher Faktor meines Erachtens, dass man das Smartphone zur Authentifizierung nutzen kann. Nichtsdestotrotz, da auch wieder hängt die Benutzbarkeit von der konkreten Ausgestaltung ab. Da sollte man eben entsprechende Usability-Experten frühzeitig einbeziehen. Zum Datenschutz lobe ich ja den Personalausweis oder die EID-Funktionen des Personalausweises immer wieder, ne? Also dass eben über Berechtigungszertifikate gesteuert wird, welche Daten überhaupt ausgelesen werden dürfen, nämlich nur die, die der Dienst auch tatsächlich braucht. Nutzerinnen und Nutzer können das abwählen und nur eine eingeschränkte Auswahl zur Verfügung stellen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Lösung wirklich datenschutzmäßig sehr vorbildlich ist. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Und dann noch zum Schluss Herr Professor Kälber. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hatte 2 Fragen von Herrn Abgeordneten Höferlin. Einmal zu den grundsätzlichen Gefahren.
mir war nicht ganz sicher, ob Sie beide Verfahren angesprochen hatten. Bei EID ist es ja teilweise auch schon genannt worden. Natürlich ist bei der jetzt nicht mehr kartenbasierten Online-Verfahren, sind weitere Sicherheitselemente mit einbezogen. Diese können natürlich angegriffen werden und umso länger die Gültigkeitsdauer ist. Und wir erleben ja leider einen nicht sehr nachhaltigen Markt der Endgeräte, wo auch sowohl bei den Sicherheitselementen als beim grundsätzlichen Betriebssystem auch die Sicherheitsupdates nach einer Zeit nicht mehr geliefert werden oder lange hinterherhinken an der Stelle. Und da sind natürlich verschiedene Angriffe möglich. Bei der zentralen Datenhaltung ist es natürlich so, dass wenn eine gute Lösung gefunden wird, Angriffe von außen erstmal schwieriger sind als bei einer einzelnen Kommune, die diese Lösung nicht implementiert hat, wobei natürlich auch die Kommunen, die auf diesen Datenbeständen sitzen, natürlich entsprechende Sicherungsmethoden entwickeln müssen, weil sonst haben sie trotzdem eine zweite Stelle, wo sie diesen Angriff durchführen können. Der Honeypot-Effekt ist natürlich wesentlich größer, wenn dort nicht mehr von vielleicht 1.000 oder 2.000 in der Kleinkommune die Daten liegen, sondern in Bayern dann von 13, in Nordrhein-Westfalen von 18 Millionen Bürgerinnen und Bürgern die entsprechenden Personalausweisdaten angreifbar sind. Vor allem aber die Nutzung auch von innen heraus, also Missbrauch aus Behörden von Zugangsberechtigten für andere Zwecke. Und da kennen wir ja nicht nur die besonders pathologischen Fälle, sondern wir wissen einfach, dass in solchen Datenbanken nach Konzerten von berühmten Sängern, nach bestimmten Interviews Abfragedaten nach oben schnellen. Und natürlich, wie gesagt, wenn ein solches Datenvolumen erstmal da ist, ist die Möglichkeit der Ausweitung der darauf stattfindenden Auswertungen natürlich groß. Und das ist ja nun durchaus etwas, was auch die letzten 20, 25 Jahre geprägt hat, dass Daten, die einmal eingeführt wurden, immer wieder Interesse an zusätzlichen politischen Nutzen haben. Mautdaten, Steuer-ID, Ähnliches ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern wirklich passiert. Was das Vertrauensniveau nach EIDAS angeht, würden wir uns natürlich wünschen, möglichst das Vertrauensniveau hoch zu erreichen, wobei für die meisten der eingedachten Anwendungsszenarien auch substanziell, so wie es auch vom BSI in der entsprechenden technischen Richtlinie schon entwickelt wurde, ausreichend ist. So, vielen herzlichen Dank. Das ist dann echte Punktlandung. Wir sind jetzt gleich bei 17 Uhr. Ich bedanke mich nochmal bei allen für die Teilnahme heute und für die ganz gute Anhörung und wünsche allen noch eine gute restliche Woche. Schließt damit die Sitzung. Frau Vorsitzende.